Ich glaube, das ist schon okay. So. Eieiei, ich muss hier mal Sound ausmachen. Was soll denn das? So. Baba. Wenn ich jetzt hier so mache, ist So, sehr das. gut. Wir sind jetzt im Prinzip live auf Sendung. Xung auf 2. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die Leute. Tessun. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sich Akuro dabei gedacht hat. Gerade ist er noch kurz weg. Er kommt gleich wieder. Oh, man hört mich sogar doppelt durch sein Dingsy, durch seinen Kopfhörer. Aber naja, er kommt gleich wieder. Ich kann ja mal schon mal vielleicht meinen Bildschirm teilen. Das ist auch okay. Zack. Perfekt. Genau. Ja, auf jeden Fall, danke, Sun, dass du schon mal da bist. Guten Abend, guten Abend. Dann kann ich ja mal vielleicht noch mal meine Bildschirme mal ein bisschen einrichten. Hier, nach da. Du, nach da. Perfekt. Jetzt habe ich keinen Chat mehr. Super. Jetzt habe ich wieder einen Chat. Okay. Streamtitel wurde auch schon angepasst. Sehr gut. Ah, der Xung ist auch da. Sehr schön. Hallo Xung. Mahlzeit. Ich muss dich leise machen, Mahlzeit. wahrscheinlich, wa? So. Das kann sein. Hä, wieso? Was los? Gute Frage. Hey, Xung, grüße dich, mein Lieber. Was geht? Ja, es geht endlich los mit Liga 5. Wir sind schon ganz gespannt. Neue Uhrzeit für Liga 5 oder neue Herausforderungen für uns. Aber wir wollten das mal Sehr gut. machen. Das Ja, wird neue cool. Herausforderungen. Einige Spiele kenne ich ja tatsächlich. Gegen einige habe ich ja gespielt. Gegen einige hätte ich fast gespielt. Ja, sehr gut. Wollen wir anfangen mit Predictions? Können wir machen. Machst du die Wette noch mal zu? Ist auch Oh egal. Gott. Ich wieder, wa? Ja, ich kann nicht. Ich habe gegengematcht. Wieso macht das denn hier niemand? Mensch. Maralekos macht das aus automatisch nicht. Vorher sage, Wann? Blechfaust hat gewonnen, sagst du? Ja. Wann ist Sentry in der Ripley-Liga? Fragt der Meister persönlich. Tja, da. Er spielt halt nicht, sagt er immer. Aber wenn wir das mal machen, verhaut er mich regelmäßig. Aber ist egal. Das ist ja Ja, kein Thema. Das schafft jeder, ich das ist ja kein. weiß. Ja. Ja, ich meine, nur Xung zuliebe spiele ich halt ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Lass mich mal hin und wieder von ihm vermöbeln. Ist immer eine Ist ganz es lustige Erfahrung. schon soweit, ja? Gibt's ja noch Was? nicht. Ja, Das klar. Zung dich vermöbelt, das ist aber. Klar. Guck mal auf sein MMA, das ist doch. Deswegen steht er natürlich beim Meister und bei mir, also beim Meister persönlich und bei mir natürlich auf Platz 1, ist ja klar. Sorry, Gut, ich hab. Stahlbeutzen. Es tut mir Genau. so leid, Stahlbeutzen. Aber, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Meine Argumentation ist unnormal sinnvoll. Okay, pass auf, ne? Protoss ist schlecht. Ne? Protoss ist schlecht. Deswegen, alle Protoss-Spieler müssen unten sein. Das ist halt einfach, keine Ahnung, wir haben es in der GSL gesehen, wir haben es einfach überall gesehen. Protoss ist Garbage. Protoss, Dead Race. Kannst du nicht spielen, irgendjemand muss irgendwo unten sein. Und Stahlbolzen, das bist leider du dieses Mal. Ich meine, okay, wir hatten tatsächlich noch nicht die Ehre, aber Mara Low Carb 3 war das ja halt einfach so, dass Abyss da ja tatsächlich noch Zerg gespielt hat. Und ich, ja, da hat er halt gegen dich gewonnen mit seinem Zerg. Also hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich. Abyss ist ja, glaube ich, Protoss Main. Dann wird er vielleicht gewinnen. Na, Abyss, meine Argumentation ist genau andersrum. Abyss hat letzte Saison verloren gegen Stahlbolzen, deshalb liegt auch Stahlbolzen auf jeden Fall vor Abyss. In meiner Prediction. Aber hey, letzte Saison ist lange vorbei.
So ist es. Ja, genau. Also ich meine, mein Rating ist so halb, also meine Wertung ist halt so halb MMA und halb Race Balance Whining natürlich, ne? Aber nee, also das Xung als erster, das ist einfach gesetzt, das ist klar. Loot Complete als Zerg-Spieler hat hohes MMA gerade oder halt höheres MMA gerade wieder. Und halt ist Zerg, kannst eigentlich nichts gegen sagen. Pulsar dann halt als Terran-Spieler muss dann natürlich folgerichtig auf Platz 3 sein und 4, 5, 6, das ist mehr so wegen eben einfach nur so das letzte MMA gerade, was so, ja, aber eine richtige Einordnung, richtige Gefühle dahinter hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht. Gut. Ich sag mal was zu meiner Prediction. Ich habe Xung absichtlich auf die 2 gesetzt. Einfach weil er letzte Saison schon auf der 1 stand. Oh. Leider es nicht geschafft hat. Die Jungs wären nicht schlechter hier, die wären eher besser. Und es soll ihm ein bisschen Anreiz geben. Mal gucken, ob er es durchhält. BO3 ist immer noch was anderes als ein Best of One of the Ladder. Panzerfahrer kommt von der höchsten Liga aus der letzten Saison. Hat dort auch gar nicht schlecht ausgesehen. Ist Protoss und ich muss meiner Main-Rasse ja doch ein bisschen was zutrauen. Das ist Panzerfahrer am besten gegen die anderen beiden. Deshalb Xung auf 2. Le Complete und Xung haben sich ja letzte Saison auch einen schönen Showdown geliefert. Diesmal könnte es knapp für Xung reichen, deshalb auf der 3. Starbolzen, Abyss und Pulsar war für mich auch schwierig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Pulsar letzte Saison ein bisschen über seiner normalen, ich sag mal, MMR vielleicht gespielt hat und es war mehr TVT dabei. Jetzt mit den ganzen Protoss, er kann mich ja Lügen strafen. Schauen wir mal. Also, wir sind gespannt, was daraus wird und jeder sieht das ja auch immer ein bisschen anders und deshalb, und dafür sind wir hier, fangen wir jetzt einfach mal an. Was haben wir denn Ja, jetzt erst, genau. Leute? Was haben wir als erstes? Ja, genau. Kann ich ja mal umschalten. Genau, so, sehr schön. Genau, also wir haben jetzt Abyss gegen Xung, Stahlbolzen gegen Pulsar, Panzerfahrer gegen Le Complete. Gut, und damit fangen wir an. Dann mache ich nochmal schnell wieder was auf. Abyss gegen. Weil letzte Saison war ja bei Fenrek, ich weiß es noch, bei Xung mit die höchsten Kanalpunkteumsätze. Ich weiß noch, wie das Ding. Ich glaube, Pulsar war es sogar, der dann gegen Xung gewonnen hat, wie gesagt, TVT. Und alle so, nein, was ist passiert? Also, haut rein und Le Complete sieht und hört alles. Magdeburg Esports, bist du etwa jetzt Le Complete? Als Oho. ich weiß es ja nicht, oder ist dein Kumpel, keine Ahnung. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Und komm, wir sind gespannt. Lass uns starten. Genug der Dann kann ich Vorrede. ja schon mal. Genau, das heißt, erstes Match, ein PVT. Warte mal, da haben wir es. So. So, perfekt. Dieses Mal vergesse ich nicht so unbedingt Zähne. Hoffe ich. Ja, und wenn, dann ist ja nur 5 Sekunden, nicht 2 Minuten. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, genau. Fangen wir mal direkt an. Unten rechts mit meinem persönlichen Liebling. Es tut mir leid, es ist Xung als blauer Terraner. Und wir haben oben links in Rot gespawnt als Protoss den Abyss von Wiefisch. Oh, Wie heißt das? stimmt. Wensens Xung ist Fishing er. Clan? Achso, ja, stimmt. Ich habe hier den Clan ja gar nicht angesagt. Von Alpha X, oder? Ja. Genau. Die habe ich das. Ja, die habe ich das übertragen. Ja. Sekunde. So. Vengeance Fishing Clan, genau, ich gar nicht So. so schlecht. Perfekt. Boah, Guto hat So. gleich mal richtig Punkte reingefeuert auf den guten Oh. Song. Ja, das würde ich auch machen. Einer von uns kann, ach so, nee, irgendeiner muss So, soll dagegen setzen, ich? sonst ist langweilig. Na, ich kann auch Soll wieder dagegen. ich? Nein, du willst doch nicht gegen Song setzen. Das glaube ich Achso, doch nicht. ich will auf Xung setzen. Ja, geht aber nicht. Will ich aber. Ja, dann mach doch. Komm, hau rein. Wir brauchen ja Ah, nur sehr gut. irgendjemand, der es auflöst. Aber es sind ja genug Mods in der Haus. Stimmt. Okay, Hat let's ja beim go. letzten Mal gut funktioniert. So, ich meine, was sehen wir eigentlich? Also eine Reaper Wall, das ist eigentlich immer das, was ich bei unserer Liga 13, die wir davor gecastet habe, eigentlich ein bisschen vermisst habe. Ich meine, muss man, glaube ich, halt nicht mehr machen. Aber keine Ahnung, im Pro-Bereich wird es ja auch nicht mehr unbedingt immer gemacht. Ist auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Als Protoss
Protoss hätte ich eigentlich immer Angst, wenn ich so ein Opening sehe. Also irgendwie Two Gas finde ich eigentlich immer unschön. Dadurch, dass ich das von Xung aber tatsächlich kenne, muss es nur nicht zu viel heißen. Wir haben eigentlich ganz Standard von Abyss einen schnellen Nexus. Eigentlich alles ganz schön, alles ganz toll. Erstmal alles kein Problem. Es kann ein Makro-Match werden. Abwarten. Wir sind gespannt. Ich mach mal parallel noch kurz einen kleinen Discord-Stream-Info. So, dann haben wir das nämlich auch. Zack. Zack. Und los geht's. Warte mal. Haben wir. Gut, passt. Also, alle Voraussetzungen geschaffen. So, Reaper ist da. Okay. Nervt ein bisschen. Aber achso, man kann ja auch wieder so machen, ne? Hahaha. Ha, ha, ha. Ich hab mal so, wieder kurz. 1-0. 1, ich möchte kurz erwähnen: 1-0 für Abyss. Ja, weil Reaper ist weg. Das hat er absichtlich gemacht. Das hat Xung absichtlich verloren, um Abyss in Sicherheit zu wiegen. Ja, gucken wir mal. So, das heißt, der Stalker geht wahrscheinlich direkt gegen die Miel drauf. Siehst du, ja, ich hab's auch gesagt. Also ich meine, er hat das halt absichtlich gemacht, weil er ganz genau weiß, dass Stalker wird rübergehen und sofort an der Wundermine sterben. Exakt so passiert. 1-1. So ist es. So und nicht anders. Okay, was haben wir denn hier eigentlich alles? Okay, 1-1-1, aha, okay. Wir haben hier ein paar Marines, die gebaut werden, Expansion, die gesetzt werden, Tech Lab an Factory, erstmal ganz schön. Oh, stimmt, ja, das habe ich sogar gesehen, dass das Xung auch gegen Geralt gemacht hat. Geralt. Aber ich glaube, da hat es nicht geklappt, oder? Oder hat es in einem Match funktioniert? Ja, der hat sogar auch ordentlich, der hat schon gegen alle gespielt, der Xung. Gegen Shit, Disc. Ich habe nicht gewettet. Oh, ich habe zu spielen. Ich habe nicht gewettet. Du hast okay. Nicht gewettet. Oh. Nein, es war zu spät. Jetzt hätte ich wetten können, ja, auf Xung. Ja, was hättest du davon gehabt? Punkte. Es hat 100 auf Abyss gesetzt. Also Bruder Mirko, mit dem riesen Upset sollte Abyss gewinnen. Ich habe es nicht geschafft, dagegen zu halten. Okay, gut, der Observer scoutet genau die falsche Richtung, aber hier stehen ja auch Stalker parat. Der Widowmine Drop, ganz sneaky an der Seite. Okay, wird jetzt reingeboostet. Mal sehen, was er findet. Das reicht. Ach du Schande. Das ja, das ist schon GG. Oh nein! 11! Ey, da stehen die Stalker. Ist das krass. Ja. Naja, also 11 Kills, das ist eine Nummer. Noch keine dritte gesetzt. Das heißt halt, also häufig sieht man ja im Pro-Bereich, keine Ahnung, 11 Worker-Kills, ja, alles gut und schön, aber dann steht da irgendwie schon längst die dritte oder sowas. Ah. Und dann ist das halt alles halb so wild, sage ich jetzt mal. Genau, von Abyss Seite kommt jetzt halt dann einfach ein Blinkstalker All-In. Sogar mit mehr als 4 Gates, das sind 6 Gates. Er muss jetzt auch was machen. Also jetzt ist er ja quasi gezwungen. Jetzt ist er gezwungen, was zu tun. Ja. Also ich meine, er hat aber auch vorher, also er wollte ja schon vorher die Build spielen. Er hat ja keine dritte genommen, kein gar nichts. Er wollte All-In gehen. Aber jetzt ist er halt einfach super All-In. Ja. Er wurde quasi gemeindroppt All-In. Ja, also wie gesagt, er war schon vorher im Mindset von einem All-In, aber jetzt ist er komplett All-In. Das stimmt schon. Ja, 36, warum baut er dann 2. aber Probes? Das verstehe ich nicht. Also er hat jetzt wieder nachgedroht, also geprobt, wie auch immer. Hm. Oh, erstmal Stim canceln, ist mal gut. Er kann Stim canceln, nice, sehr schön. Was ist das? Er lässt das jetzt nicht stehen. Ach, hör auf. Rennt das ab oder nicht? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum? Also nein. Wie viel Mehl, beziehungsweise... Aber ich meine, es wurde ja trotzdem... Verheilen. Wow. Aber ich meine trotzdem, es wurde ja gecancelt. Also ich meine, eigentlich ergibt es, glaube ich, gar keinen Sinn, Stim zu canceln, wenn es eh sterben würde, weil du kriegst ja das Gate doch eh zurück. Nicht wahr?
eigentlich. Ich weiß nicht, ob er es gecancelt hat. Aber ja, du kriegst das Geld auf jeden Fall zurück. Ich meine, es wurde ja angedrückt, danach war es halt nicht mehr da, obwohl es ja nicht gesniped wurde. Das ist halt das, was ich meine. Der Tank steht aber auch geil, ne? Aber ja, genau. Also ich meine halt ab jetzt. Theoretisch kann er rauf. Er kommt da hin, wenn er will. Ja. Stimmt, Dings wurde vor. Nee, Raven ist noch da. Warte mal, wo ist denn der? Wo ist denn der? Hallo? Raven? Hallo? Da ist Raven. Ich wollte sagen, warum benutzt er nicht eigentlich seinen Raven, um da offensichtlich den Observer umzubringen? Er hat's gehört und gemacht. Naja, aber ich meine, er hat ja auch vorhin halt gescannt, ob halt die Army da ist. Also ich meine, letzten Endes, da muss ja ein Observer stehen. Und deswegen halt Raven hochfliegen. Aber naja, wie dem auch sei, wir haben halt da noch ein War Prism, kann theoretisch ja auch noch als Vision fungieren. Aber hier sind zwei Tanks, da sind drei Tanks. Eigentlich, okay, er scannt halt nochmal, sieht, dass da zumindest erstmal da keine Stalker sind. Wir haben halt sehr wenig Medivacs. Gar keins, um genau zu sein. Aber ich denke, der Push sieht trotzdem sehr brutal aus. Klar, War Prism könnte jetzt natürlich wieder reinfliegen, aber wozu? Achso, übrigens, Frage in den Chat, ist Sound etc. so okay? Ja. Ist das alles zu eurer Zufriedenheit? Wenn nicht, einfach schreien. Hätten sie wahrscheinlich schon gemacht. Hoffentlich. Übrigens, Bruder Mirko, es ist auch immer wieder schön, wenn auch Kleinigkeiten wie ein Stalker wird von einer Mine getriggert, mal eine neue Info sind. Ist doch cool. Ja, sowas reicht leider. Und das reicht hier auch. Zack, das boom, war dann aus, schon Ende. GG. Ja, sehr okay, schön gemacht. Gut. Aber ganz ehrlich, die Minen waren das GG. Ja. Also ich meine, ja, stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Gucken, was der Blechfoss schreibt. Wir haben doch das Nation Leagues Logo in den Maps. Ja, Tatsache. Das heißt, du schaust mit einer anderen Mod oder was? Ja. Okay. So, Sekunde. Ja, ich habe die Mod noch nicht entfernt tatsächlich. Das ist halt hier das Problem. Ich habe die Mod. GG erstmal. GG haben wir einmal an den Kollegen gesungen. Okay. Eieiei. Gut, okay, alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Hast du. Oh, ey, Mann, bist du schnell und gut. Deshalb arbeite ich so gerne mit Sentry zusammen. Herrlich. Oho, danke, danke. Ach, zack, da ist die Leute, die das richtig gut schneller gemacht haben. Ja, also ich meine, das ist ja hier dem Herrn Meister zu verdanken. Kann ja mal übrigens schon mal die nächste Map starten, denke ich. Darfst du. Sehr gut. Das ist ja unserem gelobten Meister zu verdanken, dem Maralekos. Der hat ja irgendwie so eine tolle Online-Bildbearbeitungsprogramm-Software-Dings aufgeschnappt. Und deswegen. Cool. Deswegen geht das eigentlich relativ fix und sieht auch eigentlich ziemlich schön aus. So, der schafft warte das, mal, wir können das ja. Ja. Ja, da müssen wir hier wieder ändern. Ja, aus dem Fehler habe ich gelernt. So, ich darf ihn wieder ankündigen. Von Alpha X in Blau. Es ist der Xung. Wunderbar. Und wir haben unten den Protoss von Vengeance Fishing Club Abyss. Ich hoffe, er kann jetzt ein bisschen besser. Achso, sorry. Was? Warte mal, Xung schreibt, seit eben tatsächlich in Platinum Heroes? Wait, what? Ja, aber sorry, wenn du mit einem alten Account hier spielst, da können wir nichts für. Jetzt bist du noch in Alpha X. Als du das Spiel gespielt hast, warst du noch Alpha X. Aber herzlichen Glückwunsch. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann es nicht beurteilen. Holy, okay, krass. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Klärt mich mal auf. Ist Alpha X schlechter oder besser für jemanden wie dich, Sung? Also gegenüber Platinum Heroes, ich kann das nicht einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, Xung meinte ja gerade, dass irgendwie der, was ist das, Teamleader von FX irgendwie raus ist. Deleted, ja, genau, und wahrscheinlich deswegen wird halt FX deleted oder sagen wir mal, die Führung ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen in Shambles, ein bisschen ungewiss. Und ich meine, sich dann ein anderes Team zu suchen, ist glaube ich auch nicht so schlecht. Besonders wenn man so ein absolut überlegener Spieler ist wie Xung und schon
5,7k Leute umgebracht hat. Man munkelt sogar vielleicht auch 6k. Weiß man nicht. Wir wissen zumindest, aus welcher Liga er kommt, ne? Ich durfte mal eine Relegation gegen ihn spielen. Ha! Das heißt, Ah. er kam von unten, ich kam von oben. Also das sagt doch alle Ah. einiges. Fragwürdige Unterwäsche, nicht schlecht. Sag mal, sehe ich Ja. da, ne, das ist eine interessante Bauweise für ein Protoss, wenn ich ehrlich bin. Habe ich so noch, finde ich spannend. Ja. Gegen Terraner, aber ist okay. Und da kommt ein Zealot und dann kommt ein Stalker und da vorne gibt es einen Proxy. Okay. Ja, genau. Proxy hatte ich jetzt zwar nicht erwähnt, aber schon mal gezeigt. Was wird das? Stalker, vier Stalker oder was? Das weiß ich noch nicht ganz. Ich Ne, ich meine, meine, gegen es Zealot. ist. Ich würde nicht sagen, dass es ein All-In ist, aber es ist halt auf jeden Fall committed. Also es ist halt Pressure, um eben die Base zu denyen, um sich halt einen möglichst frühen, schnellen Vorteil zu verschaffen. Weil eigentlich würde ich Auf. behaupten, dass jetzt bald die Expansion kommt. Von Abyss. Nein. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber er geht doch jetzt nicht zurück, oder? Eieiei. Das braucht er doch nicht Ja, also ich machen. meine halt, das ist okay, da ist schon mal okay, vielleicht wird das doch deutlich aggressiver als gedacht. Ja. So ein Ich meine, aber ich meine, Robo-All-In. wir haben. Oh, okay. Warp Gate wird gekrone-boostet. Okay. Es wird wahrscheinlich aggressiver. Ich meine halt, Pylon steht halt schon da. Shield Die Battery Mine, immer einen will dann ausbuddeln. wahrscheinlich. Ja, genau, will Okay. dann halt wahrscheinlich kommen. Shieldbett. Oh, die Mine. Oh, sehr gut retargeted. Boah, Nicht krass. halt auf den quasi schon toten Zellet. Zealot. Ist schon mal ganz gut. Der Reaper nervt halt immer noch ein bisschen, aber okay, er hat halt keinen Kill. Trotzdem, genau, Shield Battery kommt halt jetzt. Oh, jetzt passt er nicht auf. Was ist da los? Nein! Und Ja. der Stalker fliegt quasi in den Reaper rein. Terxel dauert vielleicht noch eine Saison. Warten Warten wir es ab. Ja. wir's ab. Jetzt kann er aber keinen Overcharge zünden. Tja, Nee, damit kann er ist nicht. Nee. es erledigt. Okay, Okay, da wir kommt sind jetzt gespannt, was er immerhin damit endlich hin. schon mal die Expansion. Xung mit einem ziemlich massiven Lead. Ah, jetzt gerade so ein bisschen A-Move-Fail. So ein bisschen Micro-Fail. Jetzt verliert er doch ein paar Worker, ne? Muss man schon sagen. Ja. Aber er ist doch Aber ich ist meine, er hat auch. aggressiv, ne? Er ist weiter Ja. dran, ne? Ah, guck mal, es fehlt ein Schuss für die Mine. Jetzt triggert. Nein, er triggert das Ding. Ja, Oh. clever. Clever gemacht, Okay. der Siege Tank aber oben. Aber ich meine halt, trotzdem, ich meine, du kannst das Das ist ja schon eigentlich nicht interessant. brechen. Paar zu viele Einheiten verloren unten an den Stalkern. Weil ich meine, prinzipiell kannst du das ja eigentlich nicht brechen. Ich meine, weiß ich nicht, kannst du nicht eigentlich Siege Tank irgendwo da bisschen auf Dann die wird er Mappe jetzt runter. stellen Ich denke, den und wird er jetzt runter? runterziehen. Aber nicht schlecht. Ja, relativ bald, aber ich meine halt währenddessen baut sich halt Xung auf. Theoretisch könnte ja OC ja weiter Links rüberfliegen. Einfach mal ja. so. Warum Und nicht? ja, okay, hier die Mules, die brennen gerade ein bisschen aus, die sind gleich tot. Die hätten bestimmt auch noch ein bisschen was machen können. Aber interessant, er wartet auf den zweiten Tank, ja. Ich im Panikmodus, theoretisch, ja. Hätte den Ja. ersten oben direkt anzieht, hier runtergefahren und die Stalker hätten ihn vielleicht sogar gekriegt. Er wartet einfach. Das ist diese smarte Variante der ja, sehr guten Spieler. Die sagen einfach, ich habe Zeit. Kein Problem. Mach mal. Ja. Ist schon Ja, krass. genau, aber ich meine halt, genau aus dem Grund hätte ich jetzt halt eigentlich auch erwartet, dass eben Xung die Orbital, naja, wieder halt. Ja, genau, also dass er sie halt benutzt, um Worker zu bauen, weil ich meine, das hat jetzt ja schon länger gedauert als gedacht. Also zwei, drei Worker hätte er ja bauen können. Ach, Wahrscheinlich du in der meinst einfach Zeit. landen und dann wieder bauen? Ja, Okay, ich verstehe genau, einfach landen, bauen, weil ich meine, das war ja schon relativ lange jetzt tatsächlich. Letzten Endes sieht man eigentlich genau den gleichen Bild, den er vorher gemacht hat. Also Xung. Will dann höchstwahrscheinlich auch relativ bald loslegen. vielleicht auch wieder rübergehen. Vielleicht dieses Mal sogar mit einem SCV-Pull. Könnte ich mir halt vorstellen, weil das Ding ist halt, man weiß eigentlich oder man könnte davon ausgehen, nach so einem, Oh, die Swapdach. genau, nach so einem Contain, dass wir gar nicht so viel, dass wir gar nicht so viel Tech haben.
um seinen Push halt abzuwehren. Und ich meine, Stalker ohne Blink oder generell, ja, also Stalker ohne Blink sind halt nicht unbedingt gut. Und die sind halt nur gut, wenn du auf der gegnerischen Seite bist. So zum Verteidigen und sowas wird das dann halt alles ein bisschen schwer, wenn du nicht mehr unbedingt die Bewegungsfreiheit hast. Genau, okay, dritter, vierter Tank Vierter sogar Tank insgesamt oben, schon. finde ich, also muss ich Relativ. sagen, dass dieses Placement finde ich schon krass. Ja, ich meine, er erwartet halt eigentlich genau das gleiche wie vorher. Also, dass jetzt halt irgendwelche Blinkstalker kommen, deswegen halt wahrscheinlich so defensiv. Würde ich halt sagen, Aber immer jetzt noch. kommt jetzt Ja, immer das noch Raptor ganz eigentlich im gutes Shuttle, im Walker. Prisma? Yeah, genau. Zwei Disruptor sind Oh, halt oh. eingeladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann extrem stark sein, wenn man halt nicht unbedingt drauf reagiert. Vielleicht kriegt er jetzt auch Okay. mal 11 Kills. Schauen wir mal. Was macht er jetzt? Ja, ich meine, das würde ja schon reichen, irgendwie. Ja, okay, vielleicht kriegt er 11 Kills. Okay, Stim, er sieht auf jeden Problem Fall, könnte aber zu Hause sein. dass Xung rausgeht und kriegt 8 Kills. Okay, aber er hat jetzt ein Problem. Ja, Recall. okay, er Er recallt, ne? Nicht muss schlecht. verteidigen. Ja, nicht Observer schlecht. Gut sieht, dass da eigentlich gemacht. nichts ist. Wird spannend jetzt, muss ich sagen. Finde ich interessant. Wir haben auf jeden Fall ein Army Lead bei Xung, aber er muss auch was tun, weil er hat, ist ein Worker behind. Oh, oh. War Prism wird Okay, ich. sacrificed. Ich glaube aber, es war sogar Absicht. Um zu schauen, wo. Ja. Jetzt kriegt er den Es ist, Raven. ja, also ich glaube, es war ein Speed Prism und wahrscheinlich hat er nicht gedacht, dass es halt. Oh. Aber es wurden nicht alle disabled und Nur jetzt zwei, sind ne? die gleich wieder nicht. Also jetzt sind sie gleich enabled und könnten feuern. Schon mal eine ganz gute Position für Xung, um ein bisschen Schaden zu machen, aber. Aber jetzt bräuchte er eigentlich das Prisma, ne? Dann könnte er hinten hinter die Tanks droppen. Ah, Ja. das ist jetzt. Xung kann jetzt halt einfach die dritte rausnehmen, weil wahrscheinlich traut sich Abyss da nicht reinzulaufen. Oh, er findet sogar gerade einen Punkt, wo die ganzen Tanks am Siege waren. Aber mal sehen, was jetzt die Oh, alle. Es auf wurden einfach beide, alle oh, Disruptor alles rausgenommen. umgebracht. Alter Falter, was für ein. Und das war's auch schon Puh. wieder. Boah. Xung macht kurzen Prozess, macht Nägel mit Köpfen, wie angekündigt. Hab Okay, ich's okay, doch okay. gesagt. Ja, nochmal. Ich habe ihn auf Platz 2 getippt. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er heute verliert. Ja. Alles Der wird auch okay. nie verlieren. Der kann das gar Wir nicht. werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin extrem gespannt auf die zwei Series gegen erstens Pulsar wieder vom letzten Mal und Lee Complete. Die waren ja in der letzten Saison auch so, das ist Spannende. Und Panzerfahrer dazu, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, das wird sich langsam steigern in Liga 5. Okay, also, Wette ist closed. Gut, da gab es nicht viel zu gewinnen. Okay, ich hatte auch vergessen zu setzen, aber das ist halt so. Pech. Sorry, Jungs. Aber Bruder Mirko hat euch ja 100 Jungs, 100 kleine donated hier. Recall war nicht nötig, sagt Herxel. War unnötig, weil du sagst, es hätte eh nichts gebracht. Lieber zu Hause aufräumen oder einfach normal rüberfliegen. Okay, so. Was mit dir? Bist du jetzt runtergefallen irgendwo oder suchst du Was? gerade? Nee, So. alles gut. Ja, ich habe das gerade nur alles rausgesucht. Genau, da könnten wir eigentlich direkt starten mit Stahlbolzen gegen Pulsar. Ja, das heißt, wir haben wieder ein PVT. Wieder ein PVT. Und ich habe die nächste Vorhersage geöffnet. Bitte, Herr, die Herrschaften. Gut, Zungen. So. Also Glückwunsch zum ersten Sieg, 2-0. Und jetzt kommt Ja, er. sehr gut gemacht, Xung. Jetzt sagen wir andersrum an, siehst du? Willst du ansagen? Ja, dann. Nee, mach du. Achso, ja, okay. Achso, ah, das meinst du. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, ich darf den Protoss ansagen. Es ist Stahlbolzen von Team Carrier. Oben links als roter Protoss. Genau, und dann haben wir den blauen Terraner Pulsar. Was ist HBAS? Die Home, ist das Bier oder was hier? Team Bier? Ah, ich Bier, glaube nee, Team nicht, ich Bier glaube ist ja nicht. Team Bier. Was ist, komm mal, Legos, was ist HBES? Bremen eSports. Bremen eSports. Ach, Ah. Hansestadt Bremen eSports. Okay, alles klar. Also von der Hansestadt Bremen Ja. eSports. Ja, Wir erwarten wieder einiges.
Naja, ich muss auch zugeben, es war halt auch etwas spontan. Also wir haben halt gerade irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten vorm Cast unsere Predictions gemacht und irgendwie alles eingerichtet und so. Deswegen, vorher hatte ich eigentlich auch, also beim letzten Mal habe ich mir auch eigentlich immer die Ligen angeguckt, also nein, die Teams angeguckt, wer das halt ist und so. Genau, deswegen hatte ich das halt Wir jetzt können auch nicht mit dem Chat nachverfolgt. interagieren, ist gar kein Problem. Und Das solange stimmt Maralekos uns alles natürlich. sagt, sehr schön. Passt. Nein, erster Spieltag ist immer ein bisschen funny und dann geht es in den Smooth-Modus über und irgendwann zum Ende hin eskaliert dann alles. Steilbolzen Aber gerade im Xung-Modus mit 500 APM oder so. Eieieiei. Okay, ich bin gespannt. So, ich meine halt hier haben wir dann eigentlich halt die andere Variante der Reaper Wall. Nicht an der Cliff selbst, sondern eben in Base. Ich glaube, das ist eigentlich die bessere Variante, aber ich bin dafür zu doof. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Kanalpunkte Maralegos kriegen wir hin. 200k Donations. Kanalpunkte kriegen wir hin. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen enge hier. Okay. So. Okay. Diesmal Adepten hatten wir vorhin gar nicht. Wir hatten vorhin ausschließlich Stalker. Ja. Bin mal gespannt, wie es jetzt mit. Genau, Stahlbolz mit den Carriern. Ein geiles Emote, ne? Ich finde es immer wieder herrlich. Ja, das ist wirklich ein Träger, gutes. puh. Ist mir schon klar, 200k Punkte auf deinem Konto. Ach, herrlich. Und wir sehen Bunker, also, was hat Zunge ja auch gar nicht gebaut, ne? Sie sagt ja auch, wozu brauche ich das denn? Ach, Bunker. Das ist. Braucht man nicht. Abwarten. Ja, abwarten. Ich bin Nee, gespannt. ist schon gut, ja. Ich glaube, die meisten Leute bauen halt schon Bunker. Also, Ist, wir haben glaube ich, vorhin auch ganz gut. gesehen, Hätte, wann war hätte, es? ich glaube, ja, hätte da, wäre da ein Bunker gewesen, ich glaube, dann hätte Abyss Push nicht wirklich gut funktioniert. Ich glaube, dass vorhin, das war Wandelstern, genau, Wandelstern war es, glaube ich, im ersten Game, ne? Also im dritten Match dann, wenn da einfach ein Bunker und eine Wall steht, dann ist es schwierig. Aber jetzt vorbei, da waren drei Tanks und Marines, aber keine Wall und kein Bunker. So, die Adepts laufen mal ein bisschen rüber. Also, okay, der eine Adept hat halt ein bisschen. Die Adeptin hat ein bisschen gewartet, bis der Reaper kommt. Aber ich glaube, der Reaper, warte mal, der kam gar nicht, ne? Der war eigentlich gar nicht da. So, mal sehen, ob die Adepten ein bisschen Damage bekommen. Sind vielleicht nur ein bisschen zum Scouten da. Vielleicht auch so ein bisschen, um ein bisschen Aufmerksamkeit nach unten zu pullen. Weil wir sehen es, es wird ein Oracle gebaut und das Oracle will wahrscheinlich. Oh, warte mal. Es wurde Das ist sogar er. wahrscheinlich gescoutet vom Reaper. Oder, ja, vielleicht, 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 vielleicht. Ne, ich glaube, es wurde nicht gescoutet. Wie dem halt auch sei. Es ist eigentlich auch immer sehr beliebt, einfach mal so ein bisschen Anti-Timing, so ein bisschen reinzugucken. Den kriegt man teilweise dann doch mehr Value oder mehr Information raus, als man es jetzt vielleicht denken würde. So, jetzt der Klassiker. Vorne Adepten, hinten Oracle, jawohl. Okay, mal Muss gucken, halt was passiert. nur A gesehen und zwar und B vielleicht gecancelt werden, weil eins von beiden wird jetzt eigentlich Die abgewehrt. Mine war nicht eingegraben, ach ey. Oh, beides wird nicht wirklich gut abgewehrt. Wir sehen die Adepts da unten stressen ein bisschen. Adept hat auch mal ein bisschen was bekommen. Pulsar tatsächlich jetzt 10. Acht Worker. Ja, 10 Worker behind. Boah, 11 naja. Worker. Okay, Das das sieht war jetzt dann doch erstmal sehr schon ganz gut. erfolgreich. Ja, genau, das sieht schon mal ganz gut aus für Steilbolzen. Das Oracle hat er vor allen Dingen immer noch. Ja. Also. Ja. Das war cool. Pulsar schon im Aggro-Modus vielleicht. Weiß ich Ein nicht. bisschen unschlüssig. Doch, So viel ja, mehr hat er vielleicht. nicht. Ja. Aber dann müsste er da nicht dann irgendwas mitnehmen. Einen Oh, kleinen die Oracle kommt Push-Wagen. drüben. Ja, ich meine, davor habe ich eigentlich immer Angst, wenn ich irgendwie Stargate spiele oder sowas, dass man einfach am Anfang zu wenig Einheiten hat. Weil ich meine, jetzt halt ein Oracle, wie Aber er viele baut auch Phoenix haben entspannte wir? Dritte, wa? Eieiei. Ja, gut, ich meine, das ist eigentlich relativ normal. Das ist normal. Okay, bloß Also das baust kann halt jetzt eigentlich schnell in immer die eine Hose Dritte. gehen. Ja. Da sehen, okay, hätte nicht sein müssen. Widowmine hätte besser connecten können.
tatsächlich, weil das Oracle war ja schon tot. Immortal ist aber da. Sollte also machbar sein. Aber er sieht, glaube ich, nichts, ne? Weil der Ohr. Achso, okay. Er hat noch keine. Ja, nee, alles klar. Nee, kann noch keine Armory. Ja, okay. Ja. Ich dachte. Genau, ich meine, Pulsar hatte halt kurz Army Lead oder sagen wir mal kurz auf jeden Fall eine stärkere Armee. Die Economy ist immer noch recht in Shambles, aber kann wieder aufgebaut werden. 3cc. Wir sehen es jetzt halt nur noch zwei weniger als Stahlbolzen und Even Work Count ist halt natürlich eigentlich immer gut für Terran. Genau, Supply ja, aber ist. Ich sag mal, er hat wahrscheinlich einfach jetzt kurz aufgehört zu bauen, um Einheiten zu bauen, also Stahlbolzen meine ich jetzt. Ja, und jetzt kann er wieder komplett durch Kronon. Macht er ja auch an drei nächsten. Und jetzt ist er wieder sechste vorne. Ich weiß nicht, ob es für Pulsar besser gewesen wäre, halt, ich sag mal, die Mine auf die Rampe zu legen und einfach den dritten Nexus anzugreifen, aber das hat er entweder nicht gesehen oder absichtlich nicht gemacht, weiß ich nicht. Mhm. Ja, vielleicht fehlt es für die Phoenix schon mal ein bisschen mitgenommen. Das ist schon ganz gut. Ja, aber insgesamt relativ ausgeglichen, muss ich schon sagen. Ja. Ich meine, ich würde trotzdem sagen, ja, okay, ja, Stahlbolzen floatet gerade halt ein bisschen. Ach, ganz theoretisch würde ich aber eigentlich sagen, na, wobei, warte mal, haben wir überhaupt Upgrades? Ja, okay, hier haben wir sogar +1/+1 halt im Bau und Stahlbolzen dagegen halt noch kein einzige Forge draußen. Also ich würde sagen, je länger das Spiel dauert aktuell, desto besser ist es für Pulsar. Würde ich jetzt sagen. Er kriegt auf jeden Fall einen guten Slot, ja. Ah, da ist wenigstens eine Batterie, okay, aber die ist relativ weit hinten. Zwei. Ja, aber da hat er dafür gar keinen hier. Ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt reinpushen kann. Weil eigentlich. Wir werden es gleich sehen. Ich würde sagen, das war nicht ganz so gut reagiert. Also ich glaube alleine der Kolossus, wenn er die gesamte Zeit auf den Marines geballert hätte, da kommt noch ein zweiter mit dazu. Von hinten und von vorne, auch nicht schlecht. Ja, okay. Sowas nennt man auch mal Konkave, oder? Ja, aber deine oh, Kolossus der geht noch drauf. Kolossus geht noch da. Eieieiei, das ist ja ärgerlich. Weil eigentlich war das jetzt gerade unheimlich gut für Stahlbolzen. Hätte den Koloss noch gesaved, wäre alles super gewesen. Das Engagement habe ich jetzt nicht unbedingt verstanden. Einfach weil beide sind 3-Base. Ich würde sagen, das ist eigentlich immer besser für Terran. Also dass man so als Protoss immer irgendwie eine Basis, eine halbe Basis vorne sein sollte. Dementsprechend denke ich auch immer früher dann die Basis gesetzt haben sollte. Jetzt Pulsar Upgrade Lead. Vergisst gerade so ein bisschen, hat wahrscheinlich die Armory. Ja, hat halt die Armory vergessen zu bauen, kann dementsprechend nicht die Upgrades weiterbauen. Na, gibt doch gut dein Geld aus. Haben beide quasi nichts auf der Bank, ja. Bei 9 Minuten, das ist schon mal gut. Worker liegt jetzt wieder bei Pulsar, ne? Schon ziemlich krass. Ja. War in 6 hinten, ist jetzt 5 vorne. Ja, ich glaube, Stahlbolzen war vielleicht ein bisschen zu verängstigt, halt durch den Push. Und hat dann halt wahrscheinlich wieder angefangen, viel mehr Units zu bauen. Genau, und ich meine halt jetzt Worker Lead Pulsar. Während halt natürlich Terrans natürlich Mules haben, ist besser für Pulsar. Man sieht es halt eigentlich auch im Income, an der Income-Verteilung. Ja, ist schon heftig, da ne? Kann man also, nicht irgendwie, keine Ahnung, da reden wir jetzt über, teilweise, wenn die Mules fliegen, über 1000 mehr, also 2 bis ja, 2000 halt bei Schreiber, 2000, ist schon heftig. Ja, ja, klar, das ist halt schon echt sehr viel. Gas ist ungefähr gleich. Charge ist noch nicht fertig. Haben wir ja. Blink ist auch nicht fertig. Also im Prinzip. Achso, Charge. Wir sehen ja oben. Wird gerade gechrono-boostet. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Forge, die ein Attack-Upgrade bastelt. Letzten Endes würde ich aber halt sagen. Also hier 2-2 ist halt schon in Bau. Es ist. Jetzt treffen die sich da. Ich gehe ja kaputt. Okay, das ist ja eher selten, dass man. Eigentlich läuft man da noch vorbei. Das ist natürlich gut für, eigentlich erstmal für Stahlbolzen, wenn er sich jetzt zurückgezogen hätte wieder, okay. Ja. Weil die Tanks sind unsieged gewesen, das ist ja immer noch besser. Ja. Ich meine halt, Stahlbolzens Army ist halt eine extreme Glass Cannon. Dadurch, dass wir jetzt halt viel mehr Marauder sehen und halt natürlich auch ne, mehr Siege Tanks, prinzipiell besser für Pulse, aber tatsächlich sehr wenig Marines. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da
dass da irgendwie sehr viel mehr Einheiten für ihn da sein müssten. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass er halt sein Makro vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat. Man hat ja da irgendwie gesehen, vier Racks wurden halt gebaut, relativ spät. Aber ich denke, es wird halt mehr und mehr eben besser sein für Pulsar. Außer Stahlbolzen. Ich finde, die Logos ist schon geil. Aber das Ding ist ja, wenn müsste ich halt jetzt wieder das Spiel neu starten, aber hier gucken wir mal, alles gut. Falls ihr die Casts gucken wollt. So, die geht auf jeden Fall down. Ey, der macht einen Rico noch drauf. Wurde gewastet. Aber hättest du den durchgehen lassen? Also ich glaube, das hätte ich nicht mal riskiert bei der armen Widerstand. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht riskiert, das stimmt schon. Okay, bin ich jetzt eigentlich mal gespannt, wie die Selle sich da Raptor sollten vielleicht mal schießen, anstatt... Jawohl. Ja, tatsächlich. Also, Fight ist ein bisschen halt weit versprenkelt. Der Tyrant die Vikings. Die Vikings regeln. Das war ziemlich gut, denke ich. Ja. Ich glaube, das sieht jetzt nach GG aus. Du hast recht gehabt, Pulsar war vorne. Ja. Pulsar war vorne. Ich habe doch am Anfang eine Prediction abgegeben, die da lautet, Protoss ist dead. Ey, komm, hör auf. Es war. Also, nee, also man hat halt schon gesehen, ich war manchmal so ein bisschen... eingeschüchtert jetzt halt von Pulsars Aggressivität. Also er hätte meiner Meinung nach das halt ein bisschen langsamer angehen können. Also ich habe ihn, weiß ich jetzt nicht, schon je länger das Spiel dauert, auf jeden Fall immer gewinnen sehen. War gut zu Ende gespielt. Ja, auf jeden Fall gut zu Ende gespielt. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Es gibt ja immerhin noch vielleicht sogar zwei weitere Maps. Warten wir es ab. Ja, warten wir mal ab. So, dann starten wir mal rein in die nächste Map. Jawohl. Royal Blood, okay. So, unten links dann Stahlbolzen. Ich darf ihn schon wieder ankündigen. Sehr gut. Roter Protoss von seinem eigenen Team, Carrier. Aber auf jeden Fall ist es Carrier-Team. So. Und wir haben oben rechts in blau den Terraner von Bremen Esports, Pulsar, mit der 1-0-Führung. Ja, darf ich ja auch noch reinschreiben. Na, selbstverständlich darfst du das. Sehr gut. Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr genießt den Content. Und ich glaube, wir haben schon echt gute Spiele gesehen. Ich glaube, es wird auch weiterhin sehr cool werden noch in dieser Liga. Ja. Ja, das ist mal wieder Abwechslung. Also halt, ich meine, ich habe es halt wirklich genossen bei der 13 zum Beispiel oder bei den anderen Ligen, die wir halt gecastet haben. Halt Low-Level-Spiele oder halt auf einem etwas niedrigeren Bereich sind die Games halt immer sehr wechselhaft. Also es kann immer irgendwie alles passieren, aber halt je höher man halt geht, und das ist jetzt halt schon so ein Bereich, klar, es kann immer noch viel passieren, aber prinzipiell spielt sich das dann schon so, wie man sich das halt denkt. Also es spielt sich halt so eher Standard. Aus. Ja, genau. Also halt, man sieht halt hier und da irgendjemanden in Führung, der baut denn die Führung halt aus, also er kennt seine Führung, er weiß um seine Führung, er kann damit umgehen, baut sie aus und gewinnt halt am Ende das Spiel. Also Upsets gibt es natürlich immer, aber halt deutlich weniger dann, ne? Also das Spiel ist schon ein krass. Bisschen mehr predictable. Ja, umso schöner, klar, deshalb lieben wir ja auch die Maralekos Rieble Liga, dass in den unteren Ligen so viel Käse manchmal gemacht wird. Mhm. Also Käse nicht mal auf Cheese gedacht, sondern einfach anders gespielt wird. Und das ist auch gut so. Haben wir heute erst wieder gesehen. In den Matches in Liga 11. Es ist halt manchmal einfach anders. Und es ist auch schön. Mhm. Ist auch schön so. Aber wir gucken uns das ja auch an, weil es ist natürlich schon ein relativ hohes Niveau, muss ich schon sagen. Ja. Das ist immer in Liga 5 von 13. Darf man auch nicht vergessen. Ja, besonders mit Xung in der Liga. Er ist zwar gerade nicht da, aber er ist immer noch in meinem Kopf. Naja, der wird schon noch zuschauen, der wird das genau analysieren hier, was seine Gegner machen. Mhm. Das gehört ja auch mit dazu. Okay, Bunker kommt auch wieder. Mhm.
direkt Factory. Reaper ist schon drüben. Kommt der, genau, dieses Mal kommt der Reaper sofort rüber. Er sieht und wieder dann theoretisch das gleiche Opening, wenn der Reaper Lust hätte zu scouten. Nö. Hat aber nicht. Er bleibt weiter ein Internet-Rambo, der nicht scoutet. Und der gleich dead stirbt. Bumm. Das ist sein Schicksal. Hätte auch scouten können, würde ich sagen. Hätte scouten können. Wegrennen. Wollte er aber nicht. Er wollte lieber fast eine Probe bekommen. Fast. Und stirbt daran. Eieiei. Na gut, aber. Ja, ich sag mal so, das Frage Opening eigentlich war ja nicht verkehrt von Schalwolz mit dem Oracle und den Adepten. Ja. Also, er hat ja damit ordentlich Schaden gemacht. Frag mich, was dabei passiert ist, dass das dann am Ende nicht gereicht hat. Zu wenig Outmark-Rot oder wie auch immer. Bei dem. Ja, ich schätze, es liegt halt einfach an dem Push, den eben Pulsar gemacht hat. Also, wahrscheinlich einfach zu stark eingeschichtet. Dann halt einfach Makro zu stark schweifen lassen, also halt nicht so viele Worker gebaut, ne, aufgrund der Aggression von Pulsar und dann, hat halt Pulsar nach und nach auf jeden Fall die Oberhand gewonnen. Guck mal, liegt die Mine diesmal hinter die Mineral Line, interessant. Für die Adepten. Ja, aber ich meine, dann bräuchten wir gleich aber hier auch noch was. Kommt noch eine zweite Mine bestimmt, oder? Vorhin war die auch da, aber. Okay, es ist das gleiche Opening. Wird spannend. Ja. Es ist das gleiche Opening. Wo ist die zweite Mine? Hast du die schon gesehen? Die liegt. Rennt da noch rum. Die rennt da vorne noch rum. Mensch. Ich weiß es nicht. Ach, da rennt die rum. Jetzt sehe ich sie. Ja, die rennt vorne rum. Aber da hat sie nichts zu suchen. Das soll sie eigentlich gar nicht. Okay, so, jetzt haben wir eins, wir sehen zwei. Den Shade, sehr schön. Wieder wie beim gleichen, also wie beim letzten Spiel. Dieses Mal aber, ich hätte eigentlich gesagt, bessere Position. Ja, okay, nee, er kriegt wahrscheinlich weniger Worker Kills, aber seine Position ist besser als. Ah, verdammt. Ein, zwei Worker, Sechs. Die hätten noch. Ja, aber trotzdem, also 11 Worker Lead, aber dieses Mal halt auf 29 runter, beziehungsweise auf 40 von Stahlbolzen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal früher die, also wir haben schon mal die Phoenix früher und gefühlt ist bei Pulsar noch nicht so wirklich viel ready, aber dritte CC kommt. Vielleicht auch nicht unbedingt schlecht. Ah, wir haben einen Rudermine Drop. Aber gut reagiert. Ja, gut reagiert, wie, wenn ich das richtig gesehen habe, nichts ist drauf, also keine Worker draufgegangen. Und der Phoenix opfert sich auch, wunderbar. Ja, also opfert halt im Sinne von überleben genau. Und ein bisschen. Ja. Aber es ist hat nicht auch keine Schildbatterie da vorne, ne? Geht auch wieder stark. Ja. Spätestens wenn er gleich mit den Phoenix rüberfliegt oder vielleicht auch mit dem Oracle, wird die höchstwahrscheinlich gesetzt. Zumindest eine kann man ja, also eine sollte man ja wahrscheinlich halt immer haben, alleine wegen Overcharge. Dass du einfach immer in der Lage bist, einen Overcharge zu schmeißen, wenn die Situation gerade brenzlig ist. Gar nicht so schlecht. Als Protoss. Ja, wir haben schon wieder Doppel-Upgrades bei Pulsar, eigentlich wie im ersten Game. Also, die sind im Bau, sagen wir mal so. Ist fast eine Kopie, ne, des ersten Games. Achso, ja, genau, ich lache halt gerade darüber, weil es ist halt. Man merkt halt schon, dass sie dann halt, na, also so wie ich das jetzt halt gedacht hätte, also wenn er halt mit einem Oracle nach vorne geht, dann würde er halt wahrscheinlich auch auf die Idee kommen, Shield Batteries zu schmeißen, weil er sich halt denkt, hey, wahrscheinlich macht wieder mein Gegner einen Push oder so etwas. Der geht da vorbei. Ah, das gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Wie geil. Ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht sogar eigentlich so geplant war oder ob das wirklich Glück war. Okay. Aber er hat immerhin gescannt dann, das ist auch interessant. Ja. Sieht man das wie ein Observer? Das auch so leicht flackern? So ja, 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 klar, also, es ist halt ja unsichtbar. Also, es ist halt wie ein Observer oder ein DT oder so etwas. Man sieht halt einfach so ein Wabern auf dem Boden. Okay, wir haben keinen Tank diesmal dabei. Ich sehe zumindest keinen, den hat er zu Hause gelassen. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht zu verteidigen. Wir haben Koloss gegen die ganzen Marines. Oh, gut, sollte machbar sein. Jetzt checkt er mal die dritte noch. Ja, ich meine, wir haben halt Stahlbolzen mit fast einem Supply Lead, jetzt nicht mehr, aber relativ even, was ja eigentlich immer bedeutet, dass es besser für Protoss ist. Allerdings
Pulsar, gleicher Work-Account, quasi wieder genau das gleiche Spiel wie vom letzten Mal. Ja. Das Stahlbolzen halt nicht hochmakrot, nicht hochprobed. Jetzt war er doch eigentlich zum Timing 1-1 perfekt drüben. Ist er trotzdem wieder zurückgegangen? Finde ich interessant. Also er hat wahrscheinlich gesagt, okay, passt, reicht nicht. Ja, deswegen. Also deswegen wäre es halt wieder fatal gewesen. Es war auch das beim letzten Mal. Also Pulsar hat ja einfach gepusht, obwohl es eigentlich nicht unbedingt die schlauste Idee war. Er war ja ekotechnisch schon vorne. Er hätte wahrscheinlich in Zukunft die bessere Ausgangslage bekommen. Aber er hat halt gepusht und deswegen einen kleinen Setback erhalten. Jetzt macht er das halt nicht. Und jetzt ist er halt natürlich ekotechnisch auch in vorne. Winkel. Völlig richtig. Stim vergessen. Ist jetzt erst angedrückt Was? Worden. Was? Oh Gott. Ja. Stimmt, Stim Combat Cheat, ja gut. Aber ich denke auch selbst mit Stim wäre das. Also ich hätte gesagt, dass es selbst mit Stim nicht sinnvoll gewesen wäre, anzugreifen. Okay, wie gesagt, Pulsar ist prinzipiell vorne. Upgrades halt auch wieder. Ist auch wieder halt ein Unterschied Production, wir sehen halt nämlich noch nicht. Jetzt sehen wir es halt, jetzt ist Stim, nicht Stim, Charge und plus 1 im Bau. Währenddessen wir hier jetzt ein schnelleres Timing sehen, deutlich schnelleres Timing tatsächlich von Pulsar für 1-1 auf 2-2. Aber natürlich, wie Winkel gesagt hat, Stim wurde vergessen. Das ist halt natürlich nicht gut, aber wenn halt kein Engagement. Okay, jetzt tatsächlich will's Pulsar wissen. Jetzt bringt er auch drei Tanks mit. Das wird jetzt spannend. Da unten ist auch total eng die Stelle, ne? Und wenn die Phoenix nicht da sind zum Liften, dann ist auch schlecht. Ja, er macht das sogar noch fieser. Wow, nice Aufstellung. Aber die Sonne sieht's immerhin. Das heißt, die Phoenix können sofort zurückkommen. Okay, das wird spannend. Jetzt haben wir auch schon wieder einen Disruptor. Okay, Phoenix scoutet, beziehungsweise ein paar Pickups. Ich meine, ich bin halt nicht wirklich glücklich damit. Also ich meine, wenn es klappt, schön, aber prinzipiell auf dem Papier ist Pulsar vorne, vom Eco her. Er muss das gar nicht tun. Ja, aber er denkt vielleicht, er muss was tun, aber das ist natürlich durch die Phoenix, ne, die was liften können, echt eine coole Sache. Auch der arme Disruptor, er geht nach vorne, um zu sterben. Na super. Aber die Kolosse stehen wieder eins, ne? Ja. Ist ja krass. Kolosse, Sheet Battery, Overcharge. Schade. Okay. Ja gut, aber ich meine, Sheet Battery, Overcharge, das war halt, ja. Wie ich halt, also ja, jetzt hat halt Pulsar auch stark gefloatet. Also man hat ja gesehen, dass die Racks halt delayed wurden. Die wurden ja von den Phoenix abgefangen. Und ich glaube halt einfach, Pulsar kann sein Geld einfach nicht so gut ausgeben, wie er halt will. Wir sehen immerhin schon 3-3 jetzt schon. Und ich meine, plus 1 ist gerade erst fertig geworden. Und jetzt haben wir anstatt plus 2 halt einfach plus 1 Armor. Also das heißt, wir haben jetzt halt ein Upgrade-Lead von 3, so gesehen. Wenn die fertig sind, von 5. Krass. Ja. Oder von 4, wenn das andere fertig ist. Dann, das ist schon dann halt von 4. Ja, genau. Und ich meine, dann hast du halt 3-3 Bio. Das ist krank. Ach, guck mal, da steht noch ein Tank. Ich geh am Schluss. Ja, der wurde einfach geopfert. Nichtsdestotrotz ungefähr Eve Losses tatsächlich. Die wollten wir sehen. Von Stahlwolf. Ja. Schön. Koloss Carrier. Das ist doch nice. Oh, sehr guter Pickup. Ich verstehe es halt nicht so richtig. Also ich meine, das Ding ist halt. Stahlbolzen ist auf 58 Worker. Er ist super all-in. Eigentlich quasi schon seit, keine Ahnung, 3 Minuten oder so. Warum greift man an mit so einem Upgrade-Lead? Vielleicht auch den Roll, ja, das Spiel. Okay, jetzt haben wir aber die. Oh, die stehen aber mitten im Storm. Ja, es sieht sehr böse aus für Pulsar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Okay, Meat Shield ist weg. Ja, jetzt hat er nur die Kolosse und nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch nicht, was du nur haben willst. Ein paar Zealots brauchst du schon. Ist kein Prism dabei, ne? Jetzt kommen die von hinten angerannt. 1-1 ist jetzt fertig. Ja. Ich meine, alles, was Pulsar machen muss, ist
2 Minuten überleben oder so. Also ja, gut, wahrscheinlich hat das jetzt eigentlich schon durch. Aber jetzt, okay, sagen wir mal, einfach in der nächsten Minute nicht sterben, dann ist es eigentlich gewonnen. Vielleicht eigentlich. Noch vier Kerne besonders so. 3-3 sind. 3-3 ist halt fast durch. Er muss nur noch ein bisschen durchhalten und dann hat er eigentlich gewonnen. Oh, er geht mitten in den Storm, dafür ist 3-3 ja völlig uninteressant. Aber trotzdem, SimCity ist relativ gut. Also, Er kann halt nicht besonders gut angreifen, ohne dass er Gefahr läuft, wirklich einfach komplett gestompt zu werden. Wir Was haben jetzt 3-3. Was hat denn der Tank, der da oben noch steht, an Hitpoints? Da oben links? 13. 13, auch geil. Ah, schön. Aber geht auch immer wieder zur Engstelle zurück, ne? Okay. Okay, immerhin hier Planetary noch mehr SimCity oder halt noch mehr, sag ich jetzt mal, Static Defense. Okay. Da ist nur ein Tank jetzt. Eigentlich wurde es vom Sensor-Tower schon längst gesehen. Ein bisschen. Ja, keine Reaktion. Reagiert. Ich glaube, die Basis ist auch weg. Der Tank lebt aber tatsächlich immer noch, wird jetzt sogar repaired. Wow. Sehr schön. Überlebt die Basis das Ding? Ja, sieht erstmal so aus. Ja. Och, die Türme, geil. Das ist. Okay, jetzt haben wir halt einfach Mass Viking. Ich meine, ja, why not? Weil, ne, klar, wir haben eigentlich alles, was Stahlbolzen hat, wird irgendwie durch Vikings auseinandergenommen. Ist irgendwie korrekt, außer halt natürlich, dass wir Items haben. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich hätte jetzt halt eigentlich viel eher oder viel lieber gesehen, dass ein bisschen mehr mit Bio ausgespielt wird. Einfach ein bisschen mehr Beef, ein bisschen mehr Masse. Ein paar mehr Tanks. Die Gebäude tanken wieder, oder geht's rein? Okay, interessant. Die Vikings sind aber auch ordentlich gesplittet. Ja, links, tatsächlich. Mitte, rechts. Genau, was hier mein. Sorry. Aber wenn jetzt die Träger gleich weg sind, dann stehen die Kolosse da ganz alleine. Ich hoffe, dann findet er den Button des Recalls. Aber sonst wird's. Ah, da sind aber noch zwei Archons, die habe ich gar nicht gesehen. Verflucht nochmal. Wenn er jetzt nur ein Prisma bei hätte, was wäre das Ding schon durch? Pulsar floatet einen Haufen Money. Gibt es jetzt quasi halt aus, aber das ist halt auch einfach nur jetzt gestartet. Das heißt, keine Ahnung, es wird jetzt halt erst in 1-2 Minuten wirklich sichtbar sein, was halt passiert mit seinem Geld. Warum recallt er das jetzt? Er hätte doch aber entspannt noch was aufräumen können, oder? Ich glaube, es ist halt einfach sicherer, wieder mehr Beef zu bauen. Um dann halt noch ein Go zu wagen. Ich meine, er ist die fünfte. Die fünfte ist im Bau, also ist fertig, ne? Ne, ist im Bau. Ist im Bau, okay. Cool. War ein guter Angriff, würde ich sagen. Ja, eben, also so wie Winkel sagt, er hat halt, also Pulsar hat halt seit 3 Minuten nichts aus Rex gebaut. Er hat halt einfach viel zu viel Geld, hat es halt nicht ausgegeben. Jetzt haben wir auch ganz viele Marauder tatsächlich. Und das ist wieder so die beefige Armee, die ich halt eigentlich sehen will. Die halt nicht stirbt gegen irgendwelche Kolosses, die gleichzeitig halt auch mit Mass Marines alle Interceptor umbringt. Und dann letzten Endes das Spiel gewinnt. Ich meinte natürlich, ich will jetzt Mass Carrier sehen, die alles umbringen. Das wollte ich eigentlich sehen. Als Protoss. Muss ich schon mal entscheiden. Also jetzt ist gut hier. Also wir haben zumindest auch eine Ghost Academy. Mal gucken, ob da auch noch was kommt. Liberator. Jetzt wird ja echt voll auf R gegangen. Okay, jetzt wird ordentlich gescannt mal überall, was so los ist. Auf 5 Uhr und auf 9 Uhr. Okay, jetzt wird interessant. Jetzt kommt er rüber, um was zu tun. Okay. Also Vikings ist schon Wahnsinn. Ich sag mir mal so, ich weiß nicht, ob Blink vorhanden ist. Das habe ich nämlich nicht mitgekriegt. Aber wenn er jetzt mal einen Switch auf 12, 15, 20 Stalker macht, dann haben die Vikings da nicht viel zu lachen. Ich meine, unten die Bios. Oh, okay. Ja, ich glaube halt, dadurch, dass halt Storm existiert, also dadurch, dass anscheinend Steilbolzen auch gut mit Storms umgehen kann, haben die Vikings eh nicht so viel zu lachen. Jetzt haben wir sogar auch tatsächlich Ghosts, das heißt, jetzt haben vielleicht die Hightems nichts mehr zu lachen und auch nicht die Argons. Mal sehen, ob's okay, ich hab einen Storm. Die stehen alle über EMP. Eieieiei.
Was? Gogo Zerg, Gogo Winkel? Gogo Winkel, Gogo Power Ranger. So. So, hier wird erstmal abgeräumt, okay. Ich muss auf jeden Fall auch nochmal sagen, das erste Mal, als mich, glaube ich, Steierbolzen gesehen hat, das war mein Air Battle gegen Abyss. Also habe ich PVZ im Mara Low Cup, habe ich ja mein erstes Game gegen ihn komplett Erdhaus gespielt. Einfach nur Carrier hochgepumpt, geturtelt und dann A-Move gemacht. Und dann hat halt Steige Bolzen schon gesagt, ja, lieber auf den ersten Blick oder lieber auf den ersten Carrier, glaube ich. Sowas ungefähr. So, was war hier los? Oh, cool. Eine kleine Bio-Unit. Ja, ja, so eine kleine Elite-Hit-Squad. Aber voll durchgestimmt, oder, die Jungs? Ja. Oh. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Armee von Stahlbolz mir wesentlich besser gefällt. Also sei es drum. Er hat es gut ausgemacht. Jetzt schon. Und jetzt. Er ist schon die ganze Zeit schon gut vorne jetzt. Er muss ja eigentlich nur nach Hause bringen. Jetzt fängt er wieder ab. Die sind ja eh durch, die Jungs. Ab in die. Ja, jetzt kann er sich eigentlich schön dazwischen stellen und kann von links und rechts alles abfangen. Ja. Ich meine, keine Ahnung. Also ich wollte gerade sagen, die Armee hat halt alles. Die hat Archons, die hat Storms, die hat Kolossi, die hat Carrier. Eine schöne Composition. Oh. Glückwunsch, Mr. Stahlbolzen. Ja, GG. Sehr schön gespielt. Sehr schön nach Hause gebracht. Wenn Blizzard die Träger auch nur lieben würde. Die lieben das ganze Spiel nicht mehr, also ist egal. Sie lieben Protoss nicht mehr. Niemand liebt Protoss. Ja, als wir noch Katapult hatten, ne, war das nicht schön. Das schöne Carrier, also die schönen Interceptor, die schnell rausgeballert wurden. Guck mal, GFG kommt. Oh, ups. Guten Abend, mein Lieber. 130 gegen 70. Ja, es ging mir um die Composition. Natürlich hat er viel mehr gehabt. Ist ja okay. Er sich aber auch hart erarbeitet. Guten Abend, grüß dich, mein Lieber. Muss man sagen, hat er sich hart erarbeitet. Nach so einem Kampf des Überlebens. Gut funktioniert. So, ja. Dann starten wir mal das dritte Match. Jawohl. Genau, auch guten rein. Abend an GFG. So, Dragon Scales. Das passt auch nicht. Machen wir das mal so. So, oben links, es ist, ich darf es schon wieder ankündigen, es ist Stahlbolzen als roter Protoss. Nochmal, was ackert er eigentlich mit seiner Sicht da hin und her? Ist ja Wahnsinn, wie die hin und her blinkt am Anfang. Ja, so. Ich meine, ja. Aber unten rechts haben wir den blauen Terraner von Bremen eSports, Pulsar. 1:1 zwischen beiden. Wir sind gespannt aufs dritte Match. Jetzt übertreibt aber Stahlbolzen jetzt nicht. Ich meine, ich wollte gerade sagen, am Anfang ist es ja absolut okay, wenn du halt deine Hotkey, wenn du deine Camera-Locations settest und dann halt, ne, kurz testest, gefällt mir das, ja, super. Und jetzt aber mal 500 RPM durchgeballert, um die ganzen Locations anzugucken. Ja, er hatte nichts zu tun gerade. Aber es ist auch okay. Ist absolut korrekt. Ist auch okay. Ja, also ich. Keine Ahnung, ob ich das richtig einschätze, aber es kann sein, dass Stahlbolzen mehr spielt aktuell und halt auch schneller ist. Kalte Finger, sagt er. Ja, also ich meine, ich kenne das. Ich kenne das, ja. Ich glaube. Ey, wir sind im dritten Spiel. Ja, aber halt trotzdem. Ich meine, warum nicht? Aber was ich eigentlich sagen wollte bei Mara Low Cup, war taktisch gut von Stahlbolzen, aber halt zu langsam häufig. Also. Ich finde, er hat halt leider ein bisschen zu langsam gespielt. Kann halt sein, dass er jetzt wieder mehr spielt. Und halt auch durch APM-Gespam etc. halt einfach wieder ein bisschen schneller, ein bisschen wärmer ist. Auf jeden Fall, ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wie er halt spielt. Ja, Mega Man 2 spielt er viel. Was ist Mega Man 2 schon wieder für ein Spiel? Wieso kennst du Mega Man 2 nicht? Nein, ich bin froh, wenn ich StarCraft noch kenne. Ich habe immerhin schon mitbekommen, dass es Stormgate geben soll, ja? Also das ist ja schon was. Was weiß ich, spontaner Wintereinbruch, ja, weiß ich nicht. Dieses Stormgate. Abwarten. So, ja. Jetzt machen wir. Okay, direkt eine. Ist aber sehr vorsichtig jetzt, oder? Direkt jetzt schon eine Batterie? Okay. Na gut. Wo ist Reaper? Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Der scoutet erstmal Proxys. Aber da sind keine. Interessant.
Stahlbolzen, okay. Ich meine, ich hätte eigentlich gedacht, also dadurch, dass der Warp Gate so lange delayed wird, also kann man halt machen, dann baut man halt sehr schnell ein Stargate. Sehe ich aber nicht, ich sehe alles floaten. Geht der rüber gerade. Und schenkt, ich wollte gerade sagen, schenkt er dem Reaper eine Sonde, aber der will die gar nicht, der geht hoch. Mhm. Jetzt schenkt er ihm noch eine, okay, was ist denn da los? Okay, interessant. Da ist der zweite Adept. Und der andere kommt zurückgeschädigt. Aha, okay. Hey, wieso sehe ich jetzt hier... Oh Gott, wie habe ich das denn jetzt schon wieder gemacht? Kannst du das bitte wieder einstellen? Wir hätten gerne die Production gesehen. Wo ist er hin? Es ist ja da, es ist unten rechts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das getan habe. Es ist unten rechts, es ist passiert. Ich habe keine Ahnung. Egal, okay, unten rechts ist die Production. Sieht auch nett aus, interessant. Es ist auch gut, ich weiß nicht, wie es gemacht... Ich finde, das ist so schön, ja. Was ist denn oben links dann eigentlich? Was steht denn da jetzt? Ich meine, ich kann es nicht erkennen. Ah, aber. Okay, da ist mein Dings hier. FPS und Dings. Kommt wieder das Oracle eigentlich? Ich habe gar nicht gesehen. Warte mal. Nee, diesmal nur Robo. Doch, ja, das auch. Nee. Das ist ja das, was ich meinte. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass er es schon viel früher gesetzt hat, weil er halt alles delayed hat. Aber er hat es halt jetzt dann tatsächlich dann doch gesetzt. Vielleicht wollte er einfach nur, dass das Reaper das nicht scoutet. Dass das dritte Mal in Folge im Prinzip das gleiche Opening halt kommt. Aber wir sehen eigentlich jetzt im Prinzip eine perfekte Verteidigung, wenn dann bald das Oracle erscheinen sollte. Zumindest ein Viking fertig, ja. Ja. Genau, da haben wir halt das Oracle. Es ist echt krass. Wie habe ich es geschafft, die Production nach unten zu ziehen? Es ist wirklich genial. Cool. Merkst du fürs nächste Mal? Ja. Fliegt also, er jetzt vorbei? Eieiei. Ja, komm, jetzt kannst du auch eingehen. Okay, tatsächlich. Oh, recalled. Gutes Game Sense. Da kannst du eh nichts mehr mit deinem Oracle erreichen. Ah, das cool. Problem ist ja natürlich, kein Damage gemacht, nichts. Es ist nichts passiert, wurde gut verteidigt. Jetzt müsste eigentlich Pulsar am Drücker sein. Nein, schwupe das in Dorel rein. Oh mein Gott. Wieder rein, stirbt. Was ist da passiert? Wieder ein spontaner Wind. Trotzdem. Er geht aber einfach die dritte, ne? Das ist ja, ziemlich so. Ja, also ich meine, du musst halt einfach dritte gehen. Ob du jetzt dritte gehen. Ja, doch. Ja. Du musst da erstmal ein paar einladen und bist du nicht? Also ich muss sagen. Also gut, ich bin dazu ängstlich, ohne Frage. Das stimmt schon. Ja, ich meine, du musst es halt einfach machen. Du musst halt dann einfach irgendwie versuchen mit Colossi etc. Also mit einem Colossus. Irgendwie versuchen, deine dritte zu halten, weil einfach Two Base gegen Two Base hast du halt einfach keine Chance. Phoenix ist auch weg. Okay, Phoenix das ist auch weg. Also, wenn jetzt der Koloss nicht gleich kommt, dann ist hier Sense. Das sieht nicht gut aus. Ich meine, das ist ja auch das, was ja Stahlbolzen ja eigentlich immer versucht. Möglichst greedy die dritte nehmen, aber dann halt Worker Production cutten, damit er das halt verteidigen kann. Dieses Mal glaube ich aber nicht, dass er es verteidigen kann. Einzige Positive ist, er hat noch keinen Tank dabei, der Pulsar. Das ist das Einzige, was ihm noch Hoffnung geben kann. Ja, ich meine, auch in der ganzen Zeit hätte Pulsar ja eigentlich die dritte angreifen können. Ja, überhaupt nicht in die Shield Battery angreifen müssen. Also, wir wiegen Game 1 eigentlich. Gut, das hat er zwar noch gewonnen, aber so ähnlich eigentlich, ne? Ja. Ja, aber halt auch, ne? Genau, hat er jetzt ja auch schon sein drittes CC-Upgrades wiederum ziemlich schnell. Währenddessen halt natürlich Stahlbolzen halt, genauso wie in den anderen Games, nicht so schnell upgraden kann. Kriegt auch nicht so schnell Charge, kriegt nicht unbedingt irgendetwas so schnell. Thermal Lance wird auch erst gerade jetzt fertig. Okay, das ist glaube ich ein ganz gutes Timing. Braucht er ja natürlich auch. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Upgrades auf Colossi. Oh, was war das? Tankshot. Ja, Tankshot ist nur da. Warum? Ja, habe ich tatsächlich auch nicht so viel gesehen. Also habe ich auch nicht gesehen, dass das schon Tankshot ist. Das ist aber echt gut, ne? Mhm. Ist natürlich eine blöde Position. Den könnt ihr sogar noch weiter vorziehen, ne? Dann kommt er noch weiter ran. Der eine Marine, geil. Nice. Quantstoß. Was ist das?
Der kleine Frechbold. Ich glaub's aber. Grüße gehen raus an Crunch Toast. Schön, dass du es zu meinem Cast geschafft hast. So, was ist hier los? Jetzt ist interessant. Er zieht sich wieder zurück. Okay. Armory ist wieder nicht gebaut. Armory ist jetzt, also ja, jetzt halt zur Hälfte fertig. Genau. Ist halt immer ein bisschen doof wegen Upgrade-Timing, aber so ist es dann halt. Charge auch, naja, zu einem Drittel fertig. Genau, aber wie in allen anderen Matches halt, also wie in den Matches davor halt auch. Worker-technisch sieht das halt einfach immer viel besser aus für Pulsar. Ja. Und eigentlich genau wie in den Spielen davor, wenn er es nicht einfach hergibt, indem er einfach angreift, ist nur zu Ende spielen. Na, gucken wir mal. Jetzt donatet ihm erstmal der Kollege hier. Nein, er kriegt nicht einen Phoenix, das gibt's da gar nicht. Die zwei sind doch quasi dead. Krass. Sehr cool. Okay, Charge gleich fertig. Interessant. Ja, Charge gleich fertig. Plus 1, das macht er immer so, ne? Immer so plus 1 und Charge. Ja. Das ist halt faszinierend, so, dass wir haben halt, ja, wir haben halt dreimal im Prinzip genau das gleiche Match. Genau, das wird halt eigentlich alles angedrückt. Dieses Mal existiert Combat Shield und auch Stim. Sehr schön. Dieses Mal würde ich aber auch sagen, dass die Armee... Okay, steht der Kolossus. Oh, jetzt geht der out of position. Aber, jetzt, aber das ist jetzt ziemlich gut, dass der... Ja, okay, okay, nee, das ist dann wiederum ziemlich schlecht. Ja, aber es ist... Gefühl, dass es extrem risky, seine Kolossus halt einfach da stehen zu lassen. Aber die Vikings kämpfen hier lieber gegen den einen Koloss. Ja. Und hinten können die alles abräumen, das gibt's ja gar nicht, okay? Das ist ja wieder krass. Oh je. Oh je. Weiß nicht, ob das so optimal gelaufen ist. Wow. Okay, also ich würde sagen, für Stahlbolzen ist das sehr gut gelaufen. Ja. Also die Vikings, wenn die auf der anderen Seite kämpfen, gegen die vier Kolosse, ja, weiß ich nicht. Aber hey, es ist wie es ist. Moin, Wanderfalke. Ja, okay. Moin, Wanderfalke, genau. Ja. Achso, GFG, ja. Missile Turret. Ja. Ja. Da ist also, einer, ich meine, da ist auch einer. Ja, das Ding ist halt jein. Dadurch, dass er halt weiß, dass es eigentlich immer wieder dasselbe Opening ist, dadurch, dass er weiß, dass er eigentlich sterben würde, also dass Stahlbolzen sterben würde, wenn er jetzt zusätzlich auch noch mit dem gleichen Opening auf DTs gehen würde, also er hat ja jedes Mal immer einen Push gemacht, um zu checken, guck mal, kann ich dich umbringen oder nicht. Also insofern Early Game oder Mid Game, glaube ich, checkt Pulsar extrem stark, würde ich sagen, ob er in der Lage ist, Stahlbolzen umzubringen oder nicht. Und Stahlbolzen, würde ich sagen, ist jedes Mal eigentlich immer so auf dem, ja, aus so einem, ja, auf Messerschneider eigentlich. Und er kann das halt nur überleben, dadurch, dass er einfach sehr aggressiv Worker cuttet und im Prinzip allen anderen Tech nicht bauen kann, außer das, was er halt bauen muss. Und zwar Kolossi mit Range und möglichst Sheetbats, um irgendwie die Pushes zu halten. Und deswegen, ja, also ich meine, jetzt hast du auf jeden Fall recht. Jetzt bräuchte man auf jeden Fall vielleicht halt mehr Turrets. Er hatte auch wieder ein paar mehr Turrets. Aber im Early Game bis zum Mid Game würde ich sagen, dass da nicht unbedingt Turrets nötig sind. Aber ich glaube, er hat das Geld. Also ich meine, warum nicht? Es kann ja immer irgendwie sein. Pulse hat aber gut wieder hochgemakrot, finde ich. Worker Lead hat er immer noch. Army Lead hat er auch. Hat da eigentlich gar nicht so gut aus gerade. 3-3 ist im Bau. Ja. Wieder das 0-1 bei Stahlbolzen. Ja, ich meine, Pulsar macht jetzt auch endlich das, was ich für viel besser befinde, dann irgendwann mit einer nahezu Maxed Army versuchen reinzulaufen. Er ist jetzt gerade Supply blockt, aber kann er ja schnell ändern. Ja. Könnte er. Ja, gut, ich meine, muss er ja auch nicht unbedingt, ne? Also. Auch guck mal, der Selbst wird auch gut. Ja, kann er. Der überlebt sogar? Was ist das denn? Der sagt sich, ich habe keinen Bock zu überleben. Kommt her, Jungs, kommt her, komm. Wie, und die hauen ab? Er riecht den Braten, interessant. Oh, okay, schöner Hitsquad. Sehr schön.
Mal sehen, was er findet. Er steht hinter dem Wald. Auch nicht schlecht. Das ist ja interessant. Das ist quasi einmal donated. Das ist wie vorhin dieser kleine Mini-Squad. Ja, yeah, genau. Aber der dürfte draufgehen und die Basis bleibt diesmal stehen. Ja. Ja, ich finde es halt. Ja, also war gut gespielt, war gut gespielt. Aber ich finde es halt schade, weil er eigentlich mit seiner Main Army irgendetwas anderes hätte machen können. Also er hätte ja auch einfach hier hinlaufen können oder zumindest mal schon Siege preparen können. Weil ja. Problem ist halt natürlich immer, einfach reinlaufen zum Gegner und dann siegen. Na, kannst du schnell auf die Nase fliegen mit, aber wenn du wenn du es halt irgendwie schaffst, durch zum Beispiel ein Runby oder so etwas, dann irgendwann eine Position zu haben, wo du dich einfach hinsetzen kannst und dann verteidigen kannst in einer kritischen Position, also hier irgendwo. Das hätte ich halt gut gefunden. Carrier sind back. Die Nova hätte fast alle Hightems umgebracht. Das war eine enge Kiste, Alter. Das war eine enge Kiste. Oh, jetzt stellt er sich aber interessant clever auf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Steilbolzen jetzt mit seiner sehr ausbalancierten Unit-Composition. Aber halt wieder wirklich alles. Trotzdem steht der Terraner natürlich da jetzt exzellent drin oben, ne? Das ist jetzt schon. Haben wir Storm schon fertig eigentlich? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ja. Also bin ich zu 100% sicher. Oh fuck, ich hasse dieses Interface. Ist fertig. Okay, ich glaube, die Nova hat wieder mehr die eigenen Leute umgebracht als irgendwas anderes. Das ist halt auch so das Problem, eben an so vielen verschiedenen Einheiten. Du musst sie halt auch am Ende des Tages irgendwie micron. Und das kann halt auch Phoenix in die Hose gehen. Was machen die Phoenix? War das Absicht? Auch, nee, er ist noch nicht bei 200. Nee, kommt nicht. Was? Die stehen doch jetzt da nicht im Weg rum. Was ist da los? Ist das eine Kackposition? Also, für Pulsar ist das eine super Position. Ich meine, ich würde halt sagen, auch nicht mal unbedingt. Das Ding ist halt einfach die Qualität. Wo haben wir? Oh, wir haben der Liberator. Wieder zwei Liberator. Die Carrier sagen sich, oh, mach mal Jungs, was ist da los? Wieder ein Hitscore, sehr gut. Jetzt wird gleich der Kolossus sterben, sehr schön. Oh nein, was ist daran schön? Hallo? Ich weiß auch nicht, für wen ich sein soll, meine Güte. Ich weiß es doch nicht. Du musst neutral sein. Ja, also bin ich für alle, sage ich doch. Ja, genau. Aber man muss sagen, der Worker Lead ist jetzt schon erdrückend. Wir reden von 26 Workern. Ayay. Ja. Und Mules dazu noch, ne? Ja. Aber das Ding ist halt auch, es kann halt einfach auch wieder wie im letzten Game sein. Steilbolzen kriegt irgendwann seine hyper-duper Super-Armee, die im Prinzip halt alles totwalzt. Ja, ist okay. Und mit einem niedrigen Work-Account hast du halt natürlich auch einen höheren Supply-Count von der Army, ne? Ja. Das ist halt genau das. Okay. Geht darauf von allen Seiten. Guck mal, von unten kommt er auch. Aber noch kein Blink. Anscheinend, weil Blink hätte da jetzt auch nochmal ordentlich was gemacht. Aber was soll denn der gute Steilbolzen denn noch alles machen? Er hat so viele verschiedene Units. Oh, jetzt hat er wieder 60 Army-Lieb. Das ist das, wovor ich halt wieder Angst hatte, weil die Qualität von Steilbolzen konnte nur wachsen in der Zeit, während die Qualität von Pulsar halt natürlich fast nur sinken kann. Stagniert ist, obwohl er wieder 3-3 hat, ne? Es ist schon verrückt. Ja. Es ist schon krass. So viel zum Worker-Lead. Der hat ihm jetzt nicht viel gebracht. Ah, ist schon krass. Ich würde es halt eigentlich damit vergleichen, das ist halt quasi das Äquivalent wie gegen MacTaren zu sterben. Das ist halt einfach, warum sollte man seinen Kopf gegen die Wand von einem MacTaren schmeißen, wenn du es einfach nicht machen kannst, ihn ausmakron kannst, ihn dann umbringen kannst. Und das ist, sehen wir eigentlich in umgekehrter Richtung von Pulsar. Also, er hat eigentlich jeden Lied, den man sich vorstellen kann. Und die Murmel trifft auch noch. Ja. Wow. Okay. Aber er versucht halt auf Teufel komm raus anzugreifen und stirbt halt einfach dann irgendwann an einer fetten, sehr starken Armee. Ja. Jetzt konnte er eigentlich Stahlbolzen wieder zurückgehen. Er hat jetzt wieder Worker Lead. Aber der sagt sich doch, komm, beende ich jetzt, was soll das? Bevor der noch mehr hat. Boah, noch ein Storm, noch ein Storm. Es gewittert hier ohne Ende. Selbst der Tor hält es nicht mehr aus und rennt weg. Ja, ich denke, gut, das war's. Das sieht jetzt stark aus. Für Stahlbolzen. Ich glaube, spätestens jetzt. Protoss, sagt GFG. Wieder stark zurückgeholt.
Es ist vielleicht so ein bisschen die Inaktivität gewesen von Pulsar. Er hat echt ein, also meines Erachtens hat er eine gute Chance mehrfach verpasst. Wie ich schon Ja, gesagt habe. GG an Steilbolzen. Ja, also eigentlich, ich würde sagen, eher Überaktivität. Oder ja, klar, vielleicht auch unter, also vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht wegen Drops und so etwas. Also er hat ja immer nur Krass. versucht, irgendwie vorne anzugreifen, aber eigentlich nie so richtig versucht, mit Drops die Armee auseinanderzuziehen. Protoss darf man Ah. keine 5 Sekunden alleine lassen. Rahelium, grüß dich. Schön, dass du auch da Oho. bist. Wir haben hohen Besuch heute. Nicht schlecht. Wieso? Scheiße, habe ich jetzt vergessen? Wer ist Rahelium? Entschuldigung. Leute, das geht ja richtig gut los. Ich meine, wir reden davon, wir haben 2 COEs. Sag das mal meinen Probst gegen den Willumain. Da hat der Maregos völlig recht. Da hat der Maregos völlig recht. So, Ergebnis. Ist Stahlbolzen gewinnt korrekt. die Series 2:1. Sehr gut, mein Lieber. Es war schon mal gut für die Prediction. Ne? Das war gut, Stahlbolzen. Danke dir. Ja, sorry Steuerbolzen, dass ich nicht an dich geglaubt habe, aber ich werde es mir fürs nächste Mal merken. Achtung, am Ende ist alles möglich. Weißt ja. Am Ende ist alles möglich. So, wir haben noch eine Series und da bin ich extrem gespannt. Ja. Für heute Abend. Wer gewinnt? Panzerfahrer gegen Le Complete. Also das interessiert mich wirklich fast mit am meisten heute. Einfach, weil ich beide ziemlich weit vorne sehe. Und genau, Vorhersagen sind offen. Haut rein. Ja, Saisonziel ist erreicht, eine Series gewinnt. Sehr gut, ein guter. GG. Stark gemacht. Ah, Aber sehr echt, schön. wie Sandy auch gesagt hat, Tanz auf des Messers schneide meistens so. Ja, Okay. genau. Na dann, leg los. Oben links der Panzerfahrer als blauer Protoss. Und was ist der Clan? One Tank oder One tank to win. Keine Ahnung, weiß ich nicht. was? Ist ja geil. Als Protoss. So, wir haben unten rechts in Rot Le Complete von, oh, was ist jetzt wieder MDS? Muss ich mir das so wie Bremen eSports vorstellen? Das ist Ich jetzt glaube, das ist die richtige, Mutterstadt ja. Düsseldorf eSports oder was? Könnte Weiß sogar sein. ich nicht. Keine Ahnung. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Wer mag uns erleuchten? Magdeburg. Ah, Magdeburg, gar ach, nicht so weit weg von hier, wir hatten ihn ja tatsächlich. oben. Stimmt, er hat ja vorhin geschrieben mit Magdeburg hier in Ja, Südalle. stimmt, stimmt, ich Also erinnere ist mich. Kollege Le Complete da. Magdeburg eSports war doch gar nicht so schlecht. Sehr schön. Also von Magdeburg eSports, Le Complete. Und wir sind So. gespannt auf eine Bomben-Series. Ja. In der Tat. Aber bisher ist alles Standard. Hedge, Gas, Pool, alles normal. Auf der anderen Seite Gate, Nexus, Core. Ja. So. Genau, Nexus vor Tor. Ja. Genau, ist eigentlich ganz gut. Schön makrolastig. Sehr schön. Mal sehen, was da so kommt. Ein bisschen wird genervt. Ich, Frech im das Prop. finde ich faszinierend. Ich hätte keine Zeit, in Anführungsstrichen, überhaupt diese Probe 5-mal anzuklicken, damit sie weiter meint. Ja? Ich verstehe es nicht Ja. mehr. Die wäre schon lange zurück oder wäre schon tot, aber ist egal. Dafür sind die Jungs halt auch besser. Cool. So, das sieht erstmal nach jo, ganz normalen Stuff aus. Was Ganz denkst du? normaler Start. Erstmal ein paar Linge und ein paar Adepten erstmal. Ja, und dann wahrscheinlich ein Stargate. Also ich meine, ich würde immer jetzt eigentlich auf Stargate tippen bei der Meta. Mal gucken, ob das Panzerfahrer auch macht. 4 Länge sind unterwegs. 2 noch im Bau. Also 6 dann. Queens. Oh, 8 sogar. Sind das sogar 8? Okay, interessant. Ein bisschen Pressure haben wir. Okay, Adept läuft rüber. Findet die einen, das eine Pärchen, das andere halt aber nicht. Das andere Pärchen kann da einfach halt reinlaufen. Wir haben da jetzt mal ein paar mehr. Oh, sehr gut abgelenkt, wahrscheinlich. Hat das Ja, und Panzerfahrer nicht gesehen. So, jetzt kommen dann 6 gleich Kurzsichtsurdi. rein. 6 ist schon nervig, 6 Länge in der Basis. Von. Okay, sogar ein Stalker tatsächlich. Damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Weil ich meine, wir haben Die keinen Veganer. Overlord gesehen. Oh Gott, nein, Stalker sogar im Move Command gefangen.
Doch, der Overlord, der liegt da, der war in der Main-Mage. Oh, du hast recht. Ah, du hast recht. Hat er ihn gebaitet hier, ja. Ein Magneten ausgespielt, den man nicht aussprechen darf. Okay, Orica ist im Bau. Diese Magneten die Wall ist nicht häufiger tatsächlich. Die Wall ist nicht ganz sauber gewesen, glaube ich, meines Erachtens. Ich glaube, er wollte die anders bauen. Ja. Sie wollte er anders bauen. Aber halt auf der anderen Seite haben wir jetzt mittlerweile irgendwie. Okay. Der macht erstmal Ling und gibt Gas, der Kollege hier. Ja, und der kriegt tatsächlich den Adepten auch noch gut, wenn die Batterie nicht gleich fertig ist. Ja, die Linge kommt rein. Und können wieder scouten. Der Olaf denkt sich auch, oh, hab ich geiles Leben hier. Ist ja cool. Ja. Ja, viel mehr als scouten können sie halt eigentlich nicht. Sie können halt einfach ein bisschen nerven. Oracle macht unten noch gar nichts. Ich glaube, er ist halt eh zu verwirrt. Void Ray wird halt gebaut zur Verteidigung. Da machst du nichts. Außer ja, ehrlich gesagt, nicht mal die schlechteste Idee, würde ich halt sagen. Ich meine, jetzt, glaube ich, als Protoss, man hat halt so wenig Intake. Man weiß aber halt nicht, man weiß halt einfach nicht, was halt los ist. Die Linge scouten das trotzdem. Die Linge scouten einfach alles. Genau, ich würde es eigentlich schon angesprochen haben. Es ist halt wahrscheinlich Mutabild. Roaches hätte man nämlich halt schon längst gesehen. Und deswegen fand ich es halt auch nicht schlecht, dass halt ein Void Ray gebaut wurde. Wegen Roaches. Hätte ja auch sein können, dass er schon längst irgendwie ein Roach. Ja, aber nicht mal eine dritte, ne? Die baut er jetzt erst. Interessant. Ja, das hätte das Oracle, müsste das gesehen haben, ne? Kann sein. Ich finde es faszinierend, dass der Protoss 10 Worker quasi fast vorne ist. Okay, 8, 9, 7, je nachdem. Ja, aber wieso? Ich meine, Le Complete spielt einen ziemlichen Cheese. Also, ja, ist klar. Hat das jetzt gescoutet da hinten? Ja. Ja, hat er, okay, alles klar. Jetzt hat er es halt gescoutet. Ja, genau, jetzt hat er es halt gescoutet. Jetzt kommt dafür der Roach Warren. Interessant. Oder? Was? Roach Warren? Er hat ja gerade angeklickt. Jetzt schon. Ach so. ja, du hast es halt. Ah, okay, ja, du hast es. Ich hab das beim Bauen quasi gesehen schon. Ja, nee, ist korrekt. Okay, Changeling. Kriegt den Overseer und den Changeling. Ach komm, die lässt er jetzt nicht stehen. Ach komm, Panzerwara. Ach komm. Okay, bring ihn mit einer Probe um, bitte. Oh. Danke. Sehr gut. Alter, du hast das Streetplay doch schon gesehen. Erzähl mir doch nichts. Nein. Ich würde das genauso machen. Wenn ich ihn sehen würde. Okay. Ach, sehr schön. Ja, aber Spire ist doch fertig. Wo, du hast jetzt hier 800 Gas. Wo sind Mutas? Ich glaube, er hat sich dagegen entschieden. Vermute ich fast. Ja, aber wieso? Weil gescoutet wurde. Ich weiß ja, nicht. Und? Er denkt jetzt vielleicht, er baut zu viel Phoenix und er sagt, schnell, dann mache ich jetzt was anderes. Ja, aber jetzt ist er behind. Jetzt gibt's ein Roach Nidus All-In. Man muss dazu sagen, dass in der Main, die ist ja sehr groß, hinten nichts ist, ne? Vor allem Protoss, also er hat keine Vision dort in der Ecke. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber es ist trotzdem gut zusammengebaut hier. Ja, wir sehen aber halt Panzerfahrer, dass er mehr und mehr Supply halt bekommt. Ne? Also er läuft halt ein bisschen weg vom Supply her. Vielleicht gleich nicht mehr wegen Roaches, weil die ja unheimlich Supply inefficient sind. Also Smart ist jetzt auch fertig. Ja, stimmt. Aber du siehst, er baut Phoenix und es kommt nicht ein Mutter. Also das hat, das zumindest hat funktioniert, dieses Mindgame. Die Frage ist, was passiert jetzt gleich? Er wird sich auch sagen, was ist los hier? Wo bleiben die Mutters? Die kommen nicht. Er wird jetzt gleich sehen, 10 Ravager, alles klar, super. Was ist das für eine Kacke? So, ja, jetzt haben wir das doppelte Supply. Hat er rausgenommen, ja. Genau. Und deswegen kann auch sein Nidus nicht so wirklich einsetzen und deswegen läuft er nach vorne. Ich wollte mich gerade fragen, warum er eigentlich zum Teufel nach vorne läuft. Er zieht ja zumindest alles und ich hoffe, er wirkt jetzt mal ein paar. Da war direkt der Warp in. Hast gesehen, in dem rein. Sehr schön. Was macht er da eigentlich an? Die Rocks rausnehmen? Es spielt mit den Phoenixen da oben. Auch nicht schlecht. Ja. So, da ist Sue. Da ist Sue, genau. Und die Komponenten. Okay. Schön ummantelt hier. Oho, wir haben sogar jetzt auch noch den Goldfänger im Chat. Hört. Cool. Oho, Lee Complete.
Das sieht aber ziemlich... Das sieht aber also, ziemlich gehalten aus. Was ja, würde ich auch sagen. Hier passiert eigentlich nichts. Jetzt flotet dann natürlich Mineralien, aber es ist klar, erstmal... Oh, hinten wird ein Nidus gesetzt. Jetzt kommt der Nidus. Aber die ist sofort ran, die Probes, ja Wahnsinn. Ja, die machen nicht so viel Damage, da muss noch mal ein bisschen was kommen. Aber vorne ist auch Eck, hm? Luke Complete versucht halt an ein Eck und dann reinzugehen. Oh, da waren wenige! Wow, was ein Move, alle Achtung. Das okay, hat er wirklich stark, muss man sagen. War natürlich ein starker Move. Zuerst Banelinge auslands, das ist ein guter Move. Das ist ein guter Move. Das ist geil. Muss man drauf haben. Damit hat er jetzt... Oh, das sind noch Banelinge! Ja, sind sogar noch Banelinge, die gemorpht werden. Auch den schönen... Ja, aber die müssen eher nach unten laufen, glaube ich. Dann hätten sie mehr... Aber... Bin ich mal gespannt. Ich glaube, die kommen dann... Ja, irgendwann finden sie jetzt hier. Aber halt trotzdem... Jetzt hier runter, genau. Und? Sehr schön. Na, nochmal, aber +2. Ist okay. Ja, waren halt noch keine +2 upgraded. Also ich meine, wir haben... Panzerfahrer ist immer noch 14 Worker vorne, trotz dem ganzen Scharmützel. Ja. Die Roaches hat er auch quasi alle verloren da vorne. Ja. Das heißt, gute... Noch ein Nidus gehabt, aber tatsächlich kein Panzerfahrer, die alle eigentlich abwehren. Aber warum wirbt. Ob da wieder Vayne rauskommen? Gucken, ob der Nidus rausgekommen ist. Ne, steht nicht, ne? Nee, wurde abgewehrt. Aber der Changeling existiert noch und bewegt sich. Der Changeling, der existiert noch. Ja, gut, aber wollte gerade sagen. Er wird aber wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Und da haben wir das GG. 1:0 für Panzerfahrer. GG, nice. Ja, das war der Changeling. Genau. Das war der. Deswegen konnte er da überhaupt den Nidus setzen. Wegen dem Changeling. Krass. Okay. Interesting. Was haben wir heute alles nicht gesehen? Abyss hat ziemlich Protoss-mäßig klar verloren. Stahlbolzenpulsar war echt ein Hin und Her. Und das fand ich jetzt, war eigentlich sauber gespielt. Es war jetzt nicht groß gewackelt. Also, die Linge müssen vorher nicht reinkommen, okay. Aber echt, echt cool gemacht mit dem ganzen Chaos, was Le Complete veranstaltet hat. Alle ja, Achtung. Muss man sagen, hat er gut gemacht. Eieiei, plötzlich routen sie alle für Protoss. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja wohl hier. So. Let's go. Sehr gut. Genau. Darf ich ihn wieder ankündigen? Oben links als Protoss, unser Panzerfahrer. In seinem Tank. Und wir haben unten rechts in Rot gespawnt von Magdeburg Esports Le Complete. Liegt 0-1 hinten. Mal gucken, was im zweiten Game passiert. Goldschwinger, ich nicht. Der Kollege hat sogar gewettet für Le Complete. Guck mal, er war schon länger da, der Goldschwinger. Ja, genau. Sieht man ja. Ja. Aber eine spannende Serie, so wie ich es mir erwartet habe. War schon interessant. Oh, 500 APM. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der 500 APM. Auf Dauerklick. So, okay, diesmal haben wir nicht Hedge. Gaspool, sondern wir haben Gaspool mit 16-16 oder dann halt 16-15. Warum nicht Liga 1? Mach mit, Gogo. Xung stänkert wieder. Gerade war das Symbol noch dran. Plus, was für ein Plus? Okay. Achso, ja gut, ich meine, das kann ja halt immer sein, ne? Wenn irgendwie Wette auflösen etc., dass das dann ein bisschen buggy ist. Kann ja sein. Genau, Panzerfahrer müsste ja eigentlich sehen, dass er irgendwas fishy ist. Dass er eigentlich schon eigentlich ein Pool gebaut werden müsste. Ich meine. Boah, gar nicht gucken gehen, weiß er. Also kann er gucken gehen, aber. Eigentlich weiß er es, also eigentlich müsste er es wissen. Er reagiert aber meiner Meinung nach falsch. Okay, ich meine, spätestens jetzt scoutet er und eigentlich müsste er doch jetzt ein Zealot bauen. Genau, der Zealot hätte halt ein bisschen früher kommen sollen oder müssen, aber es wird wahrscheinlich rechtzeitig fertig sein. Vor allen Dingen, ja, müsste rechtzeitig fertig sein. Ja, alles gut.
Alles okay. Alles gescoutet, alles korrekt. Vier Linge. Kommen noch mehr? Sind sechs? Ja, sechs, okay. Also Klassiker. Jetzt muss er erstmal einen Overlord bauen. Oh, direkt Banes. Direkt Banes. Und Speed. Okay, also wir sehen einen Bane-Bust. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wenn du halt so früh auf Nexus gehst, dass du ja halt eigentlich sehr gerne ein Zealot baust und weil das vielleicht Le Complete weiß, maybe, dass er jetzt halt ein, also er sieht ja jetzt, dass er ein Zealot ist, er wusste ja eigentlich auch, dass ein Zealot gebaut wird, denkt er sich halt, also vielleicht war das die Reaktion darauf, dass er sich halt denkt, ja guck mal, kann ich ja Banelinge bauen. Er hat natürlich die Linge auch gut positioniert. Mal gucken, ob die da bleiben, weil jetzt ist Scouten echt schwierig, ne? Ja. Ja. Panzerfahrer scoutet das eigentlich, dass irgendetwas Komisches sein müsste. Er sieht nämlich sehr viele Linge. Er sieht mit seinem Adapter, ist nämlich noch kein. Noch keine Drone da. Er scoutet sogar weiter, dass eigentlich so nur viele noch Linge da unterwegs sind. Okay, er hat halt jetzt nämlich auch schon längst einen Stalker ist der gebaut. Und deswegen aber das ist reicht das jetzt nicht, oder? Eigentlich ein Free-Win. Das ist eigentlich ein Free-Win für Protoss. Ich meine, was soll jetzt halt, was soll jetzt Le Complete machen? Also, das Shield Battery Overcharge, Stalker kann nicht sterben. Stalker kann nicht sterben, geil. Vielleicht halt noch einen zweiten Pylon. Ich wollte sagen, ist da halt schon. Shield Battery Overcharge wurde gezündet. Wall ist das krass. Fällt dieser nicht. Stalker hält alles, ne? Ja, yeah, und Shield Battery Overcharge hält halt. Also deswegen meinte ich halt, es ist eigentlich ein Free-Win. Ja. Drei Stalker und genau, jetzt Zealot. Müsste man vielleicht mal manuell mit der Shield Battery den den Warp jetzt reicht aber, sehr schön gemacht. Ja, aber. Gute Wall, sehr schön gemacht. Das müsste es eigentlich gewesen sein. 31 Worker zu 16. Ja, genau. GG. Sehr schön. GG, nicht schlecht. Gut gewesen. Maralekos fragt zwischendurch, wer hat Greswin drin als Protoss? Ich hab 1 gegen 10. Greswin ist doch, ich hab gehört, Greswin ist eine der ausgeglichensten Maps des ganzen Pools. Deshalb lasse ich die auch immer drin. Oh, dann hat er das jetzt. Aber hey, das haben die auf irgendwelchen Channels dann gesagt. Was weiß ich, ob das stimmt, habe ich keine Ahnung. Wenn es ein Terraner gesagt hat, ist es eh immer Lüge. eigentlich, wenn es ein Zerg gesagt hat, auch. Also naja. GG auf jeden Fall erstmal an den Panzerfahrer. Und also das ist schon was ausgeglichen, gelöscht von Nightbot. Ja, du bist ausgeglichen. Du ich mach mal die Vorhersage zu, keine Ahnung. Panzerfahrer, haben auch die meisten auf ihn gesetzt. Interessant, interessant. Auf 12 kann man gut 12 Pool spielen, alles klar. Ist doch voll dezent in TVZ. Frag den Winkel, der muss es wissen. Herrlich. Gut. Lässiger Lurch und drei weitere haben ein paar Punkte gekriegt. Unter anderem von Goldfinger und ein paar anderen. Sehr gut. Ja, cool. Leute, herrlich. Das war doch ein super Start in Liga 5, weil ich glaube, jetzt ist richtig Feuer drin. Jetzt haben alle was zu tun, das wird richtig spannend. Zung und Panzerfahrer an der Tabellenspitze. Ja, das heißt, also für meine Prediction ist erstmal nicht gut. Aber noch ist nicht inner aller Tage. Du hast ja Xung auch oben. Ja. Ich habe Panzerfahrer dafür oben. Gucken wir mal. Es Oha, was? Alle Leute gelöscht, weil Caps ja, und warum? Sowas. Ihr dürft nicht zu schnell, glaube ich, schreiben. Es steht auch immer Just Stop Spamming Caps. Stop Spamming Caps, also halt. Ja, Nightbot mal kein Caps Lock. Ja, das muss Maralekos umstellen oder halt, ihr müsst euch einfach zusammenreichen. Eins von beiden. Gut. Maralekos, das war wieder super lustig. Vielen Dank, dass wir wieder casten durften. Vielen Dank auch an Liga 5 für die coolen Spiele. Ja, am meisten danke ich wieder meinem Technik-Experten Zentri. Danke, dass du wieder so hingekriegt hast. Ja, bitte, bitte. Und eine Bitte an Liga 5. Wenn ihr die Woche wieder rechtzeitig spielt, können wir nächsten Mittwoch wieder casten. Es liegt also nur an euch. Winkel, cool, das geht gerade noch durch. Sehr gut, Winkel.
Also, wenn ihr rechtzeitig spielt, dann können wir auch rechtzeitig casten. Also, es liegt an euch, ob es nächste Woche 21 Uhr hier wieder auf dem Kanal die Liga 5 gibt. Haltet euch ran, wir freuen uns. Und jetzt wäre die Frage, hören wir irgendwo noch was hin? Können wir noch irgendwas reden? Bestimmt, Raiden, ne? können wir was raiden? Ist irgendwas da? Ich habe keine Ahnung. Möchte irgendjemand jemanden raiden, den wir. Ne, ich sehe gar nichts. Oh. Doch nicht. Also sieht zumindest kein StarCraft, wenn ich ehrlich bin. Sieht jemand von euch irgendwas von StarCraft? Luvrissa, deutsche Protoss-Spielerin. Okay, wie heißt der Kanal? Genau so, Luvrissa mit Ausrufezeichen? Ich glaube nicht. Warte mal. Was? Stahlbolzen spielt Stahlbolzen Mega spielt Man. Mega Man? Was ist denn Uhu. dieses Mega Man? Ich muss mal kurz Was gucken. ist Mega Man? Stahlbolzen. Stahlbolzen ist, ey. Mega Man. Na komm, er kriegt das. Als Sieger heute im einzigen knappen Game kriegt er natürlich. Machen wir das. Warte. Ich nehme das mal kurz. Stahlbolzen SC2. Okay. Komm, wir reden rüber. Ja, vielen Dank an alle. Wir hatten sehr viel Chat-Interaktion, Stahlbolzen. sehr schön, immer weiter. Hat mich gefreut. Sehr schöne Spiele. Weiter so. Luvrissa Weiter so, machen wir Xing. dann gerne das nächste Mal. Wir wollen natürlich erstmal unsere Follower und Subs vor allen Dingen. Jetzt auch noch Sub. Ach, ich habe noch einen Oh reingesubbt. nein, ich habe noch gar keinen. Na, ist egal. Mario, Oh, ich habe. bis zur nächsten Woche. Oder Ja, was hast du? ich habe vergessen, Werbung zu schalten. Oh. Dann nächste Mal Oh. einmal vorher, einmal nachher. Einmal vorher, Sorry, einmal nachher. Leute. Bis Sorry. dahin. Ich Sorry, raide los. sorry. Bis Ciao. dahin. Ciao, ciao. Stimmt, Werbung müssen wir.